Leute, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Moin moin und hallo an alle, die reinschalten. Grüße gehen raus. Natürlich wieder oberpünktlich heute. Wir starten auch gleich schon rein. 19 Uhr ist und ich habe es gestern ja kurz angekündigt, dass wir mit Kaje heute wieder Koop machen. An alle, die Bock drauf haben. So, moin John, moin Bernd, Delta, Philipp, Ben, G, Benboy, Nox, wie sie alle heißen, Torben und Manfred ist auch wieder am Start. Sehr cool, Malte ist am Start, Erik ist am Start, Quentin. So, ihr habt immer das Glück, dass ich immer schön vorlese, ganz am Anfang. So, Leute, aber wir gehen jetzt rein, ich glaube, man hört mich, Radio Check und in der Lobby sind wir, glaube ich, auch schon. So. Hi, Bild ist auch da. Wir sind wieder mit McLaren unterwegs, Leute. Heute gibt es wahrscheinlich zwei Rennen. Heute Österreich und Silverstone. Zusammen mit dem guten Kaje. Nein, Kanada haben wir. Hä? Kanada ist dran. Ich habe mich irgendwie gerade auf Österreich und Silverstone eingeschossen, so gedanklich. Aber all good. Ich entmute mich mal. Und dann hört ihr gleich Kaje auch quatschen. So, jetzt bin ich am Start. Ich glaube, dass ich entmute bin. Wird wieder so bocken. Hallo. So, mich? Jetzt. Yes. Mich. Hi, Patrick. Ja. Patrick Stream. Hallo, hallo. Hallo, dein Stream. Okay. Ich glaube, jetzt läuft alles. Ja, ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, ihr könnt Patrick gut hören. Sollte eigentlich so passen wie beim letzten Mal. Sagt auch, wenn ich zu laut bin. Dann soll er mich leiser machen. Aber also eigentlich sollte alles passen, hoffe ich mal. Okay, wie machen wir es mit der, weil gerade jemand gefragt hat, bei mir welche KI-Schwierigkeit, lassen wir das aus dem Spanien-Rennen oder? Ich glaube, ich würde instinktiv auf 97 stellen. Das könnte gut sein, ja, vielleicht. Dann muss ich das machen oder weiß ich nicht? Ich glaube schon. Einstellung? Ich glaube schon, ich werde bei mir im also ich kann es machen, anfangen. Auf jeden Fall. Dann mache ich mal 97. Oh, ja, das ist gut. Das hat mein Chat das letzte Mal auch gesagt. Dann pinne ich das bei mir wieder an. Es wird wahrscheinlich immer regelmäßig gefragt. Wahrscheinlich auch, wenn du es anpinnst trotzdem. Ja, wahrscheinlich. Aber ich pinne es trotzdem an. Das ist so die meistgestellte Frage dann im Chat. Ja. Ich fand 95 jetzt auch nicht katastrophal, aber... Ja, das war okay. Also für Spanien war es... Hat gepasst, aber... Hat's gepasst, ja. 97 ist, glaube ich, so eine gute Mitte. Weil 100 war ja offensichtlich zu gut. Ja, vielleicht lag es auch ein bisschen an den Strecken, aber ich glaube, das passt schon. Auf jeden Fall. Und jetzt sind wir ja auch ein gutes schwer Team. Zu sagen. Jetzt sind wir ein gutes Auto. Gutes Auto haben wir am Start. Jetzt auf jeden Fall. Also wenn die Upgrades gleich alle wieder funktionieren, dann sind wir richtig gut dabei. Was kommt denn? Verbrennungsmotor, Statoren, Kanada. Ich mal kurz auf die Rangliste springen. Ich habe gerade irgendwie im Kopf gehabt, dass wir... Österreich fahren, aber es ist ja Kanada davor noch. Ja. Ah, Österreich kommt danach dann. Genau. Passt ja auch gut. Genau, Österreich haben wir ja Sprintrennen. Dann wären es wahrscheinlich heute zwei Rennen. Genau, habe ich auch schon angesprochen. Genau. Passt der Sound jetzt, Chat? Oder ist das immer noch zu laut? Dir gerne mal reinschreiben. Können wir noch mehr Upgrades machen oder warten wir erstmal? 900 Punkte haben wir. Dann ich schau mal rein, was vorgeschlagen wird einfach. Wir haben auf jeden Fall das leichtere Cockpit freigeschalten. Das hatten wir aber beim letzten Mal schon. Wir könnten Strapazierfähigkeit was machen. Aber ansonsten sieht es eigentlich... Lohnt sich das in der 10-Rennen-Saison? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Im Moment noch nicht, zumindest, glaube ich. Ich finde, also die Teile sehen noch okay aus, dafür, dass es halt nur 10 Rennen sind. Da kommt man schon gut durch. Vielleicht eher mal in Aero wieder. 1300 Punkte brauchen wir in etwa für das nächste Upgrade in der Aero. Okay, ja, dann warten wir doch noch und dann. Okay. Ja, perfekt. Dann spulen wir weiter, oder? Also bei mir passt auch alles, sagt Chat. Ist auch nicht zu laut, nicht zu leise. Perfekt, ja, bei mir jetzt auch anscheinend. Das ist doch tipptopp. Ja, dann spulen wir mal vor. Bin ich mal gespannt. Bis jetzt ist, glaube ich, jedes Upgrade angekommen, ne? Das ist schon. Eigentlich die ungewöhnlich, Teile wirklich. Ohne Probleme fertiggestellt. Normalerweise versagt da immer irgendwas. Sie eingebaut sein. Ich habe direkt ein Event. Achso, deswegen geht es nicht weiter, ja. Das finde ich auch komisch, dass diese Events nicht gleichzeitig sind. Ja.
Seltsam. Aber hast du dann die gleichen Events? Aber das sehen wir ja gleich. So, hier steht, in der letzten Saison hatten wir einige der engsten Rivalitäten, die es im Sport hier gab. Bei wem freut es sie am meisten, wenn sie zuerst ins Ziel fahren? Also ist jetzt quasi das Rivalen-Dingens, was man immer einstellen muss. Und hier steht KJMG, Lewis Hamilton oder George Russell. Ich werd mal Kaye anwählen. Boah, aber diese Rivalitäten, die sind eh... Also viele bringen die nicht. Ich glaube, so ein bisschen Anerkennung vielleicht, aber... Ja, aber keine Ahnung, was man damit jeweils angefangen hat. Ich glaube, das wird jetzt bei dir auch kommen. Muss jetzt auch weiter spulen. Wahrscheinlich dann, ja. Also noch... Ich spule hier mal weiter. Noch nichts, aber kann gut sein, dass das auch gleich da ist. Wahrscheinlich jetzt dann gleich, wenn es bei mir stoppt. Wöchentliche Ressourcen haben wir jetzt. Nicht. Strapazierfähigkeit. Konnt die beiden auch noch, oder was? Oh, Alter. McLaren, ey. Alles eingebaut. Das ist heftig. Wirklich alles bis jetzt. Wir sind fast gleich auf mit Red Bull jetzt in der Performance sogar. So minimal dahinter noch. Ich muss mal kurz... Ja, stimmt. Auf jeden Fall einen großen Schritt vor Mercedes. Überall Moral hoch. Krass. Ja. Dann können wir jetzt doch einfach direkt das nächste Aero-Upgrade machen, oder? Start. Ja, genau. Dann hau das mal rein, ja. Oder Gewichtsreduktion, das hätten wir auch noch, Monocoque-Struktur. Mal schauen, wo sind wir schlecht? Chassis sind wir schon weit hinter Red Bull und Mercedes noch. Aero nicht ganz, dann würde ich eher Chassis machen erstmal. Okay, dann werde ich mal hier ins Chassis rein investieren, Monocoque-Struktur. 17% Fehlschlagrate, ja, da sind wir noch relativ weit hinten dran. Und ja, dann können wir zum Rennwochenende springen, oder? Ja, ich schau mal die Teile noch, aber die passen noch. Okay, ja, dann weiter geht's. Ja, perfekt. Ich bin gespannt, Kanada. Jetzt stehst du hier als Rivale drin. Witzig. Ah, ja. Okay, zum Rennwochenende. Ja, bei mir kam jetzt nichts tatsächlich. Das ist komisch. Komisch, vielleicht kommt's nach dem Rennen dann bei dir. Kann sein, aber ja. Warum, kann sein. Warum krieg ich dann die erste Rivalität direkt und du nicht? Das ist ja auch komisch. Oh, weiß nicht. Aber es ist eh echt nebensächlich. Die bringen leider nicht besonders viel. Das war früher mal cooler gelöst, so in F1 was 16 oder 17, als das noch so richtig irgendwie so ein größeres Feature war, aber mittlerweile. Ah, weiß nicht. Okay. So, auf jeden Fall trockene Session am Wochenende. Qualifying trocken, Rennen trocken. Gut, wir hatten noch gar keinen Regen, oder? Glaube nicht. Schon wahrscheinlich Österreich dann. Ist irgendwie so typisch dort. Okay. So, ich gehe mal weiter zur nächsten Session und dann können wir die wieder durch simulieren, schätze ich. Ja, wird automatisch wieder gemacht. So. Mein Chat ist komplett überfordert jetzt, dass Montagsstream ist. gar nicht dran gewohnt, den Chat. Alle sind auf Dienstag, Donnerstag eingestellt immer. Ja, es ging leider. Das war meine Schuld, weil ich leider an keinem anderen Tag so richtig kann, aber... Das passt schon. Aber es ist echt krass, wie wenig Zeit man hat in diesen Trainings. Da macht man 3 Programme durch und das war's. Ja, zack, fertig. Schaffst du 2 von 5 immer? 2 von 5? Ja, habe ich geschafft. Ah, gut, ich habe jetzt in jedem 1-mal gemacht. Das sind immer diese 100%-Dinger. Ja, okay. Die nehme ich immer mit. Okay. Man könnte theoretisch auch, ich weiß nicht, nee, man kann nicht komplett überspringen, oder? Die Trainings? Ja. Einmal komplett alle gleichzeitig simulieren. Vielleicht geht das, aber dann haben wir halt keine Punkte, ne? Denke ich. Ich glaube, die Ressourcenpunkte bekommt man nur, wenn man das so macht. Ja. Moin, Grandy. Warum Montag, ja? Es ist eine Ausnahme heute, Leute. Montag ist heute einfach eine Ausnahme. Ach, warum nicht Montag? Ist doch besser als kein Stream. Ja, Montag ist doch ein toller Tag. Direkt 2 Streams nacheinander bei mir. Das gab's auch noch nie. Direkt gestern Stream und heute wieder Stream. Premiere. Oh, ich schaffe immer nur 2. ERS-Management habe ich jetzt gemacht, dann Streckenakklimatisierung noch. Ich habe jetzt die Ressourcenpunkte alle mitgenommen, immerhin. Geht aber ohne Punkte. Wahrscheinlich könnten wir es tatsächlich ohne Punkte gut durchschaffen, wenn wir jetzt so krass hochballern mit McLaren. Wahrscheinlich schafft man das auch, ja. Da kommen ja trotzdem diese wöchentlichen Ressourcen immer an. Ja,
Aber okay. So ein bisschen was da mitzunehmen ist, glaube ich, schon immer gut, naja, trotzdem. Ich habe Ferien, also Montag, alles geil. Wo sind denn Ferien jetzt schon? Ist ja krass. In Bayern nicht. Herbstferien schon. Schon. Ja, aber hier nicht, ne? Hier ist das ja eh immer später. In Niedersachsen. Ah ja. Aber das bekommt man eh gar nicht mehr so mit, wenn man damit nichts zu tun hat. In Hamburg auch. Voll viele. Krass. Das ist krass. Könnt jeden Abend streamen. Ja, Netflix ersetzen dann. Ja. Ja. Okay, dann sind wir durch. Also ich bin fertig. Jetzt okay, ja, ich auch. Punkte, ich auch. Aber ja, das Wichtigste habe ich mitgenommen auf jeden Fall. Ja. So. Okay, ja, ich bin mal gespannt. Was ist Kanada so für eine Strecke für dich? Ja, so ausgeglichen. Manchmal läuft es richtig gut, manchmal auch richtig schlecht. Ja. Kann ich jetzt nicht sagen. Ähnlich, würde ich sagen. So ein Mittelding. Mal gespannt auf die KI-Stufe jetzt, ob das gut passt. Mhm. Auf 97. Ja, Kanada ist schon knackig allgemein, glaube ich. Ja, habe ich auch so im Kopf. Aber ich glaube, das wird gar nicht so easy. Aber das Auto ist gut, also da haben wir keine Ausreden. Wir haben wieder 1400 Punkte. Ach stimmt, dann machen wir direkt was, oder? Das ist schon heftig, wenn halt zwei Leute direkt Ressourcen sammeln. Das ist echt krass schnell hier, also. Wir haben das eigentlich alles auf Standard eingestellt, aber es geht trotzdem echt schnell. Da könnte man sich, falls wir eine zweite Saison machen, echt überlegen, ob man das irgendwie umstellt. Weil so geht's extrem schnell. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, warum so unbedingt. Wenn der Karriere ist, ist es ja auch so, dass der Teamkollege Punkte sammelt. Ach so, stimmt, ja. Also, aber der sammelt vielleicht deutlich weniger, das kann natürlich auch sein. Vielleicht. Kommt drauf an, wen man da hat. Wenn es so ein F2-Fahrer ist, dann ja, aber die Guten eigentlich, die nehmen auch immer viel mit, also weiß ich gar nicht. Soll ich mal Frontantrieb machen Aero-Ding, oder so? Ja. Oder Heckantrieb? Oh, such dir eins aus. Ich glaube, das ist egal, relativ. Ich mach mal Heck. Heckabtrieb steht hier. Halo gehört zum Heckabtrieb anscheinend. Eigentlich komisch, ne? Sehr interessant, ja. Sehr interessant, ja. Sehr interessant. Okay, dann können wir zum Quali gehen. Ja. Es sammeln halt beide Fahrer ordentlich Ressourcen, mehr als bei MyTeam. Ja, das kann schon sein. Also wenn man da wirklich alle Programme mitnimmt, ist das mehr wahrscheinlich, ja. Ja, und wenn halt alle Entwicklungen direkt nicht fehlschlagen und direkt alle eingebaut werden. Ja. Da haben wir auch echt krass Glück, glaube ich. Das habe ich so selten erlebt, dass die ersten Upgrades alle so funktionieren direkt. Ja, direkt beim allerersten, das man einbaut. Ja. Oh, ich habe direkt einen Fehler. 3 Minuten. Ich auch. Na, super. Ich habe 4 Minuten. Oh. Treibstoffsystem. Cool. Und das kann man jetzt nicht mal vor. Oh, das ist ja jetzt lame. Erstmal Pause machen, Chat. Oh, 4er-Setup schlägt mir das vor. Echt? Ach stimmt, muss ich gerade mal schauen. Oh, weiß nicht, ob ich da nicht Richtung 3 gehe. Sogar eher. Mhm. Ja, wobei. Dann Flügel ein bisschen runter vielleicht. Ja, die Kurven hier darf man auch nicht unterschätzen. Wenn da das Auto nicht passt, dann hat man wenig Spaß. Ja, Kanada finde ich Setup allgemein schwierig. Da habe ich, das ist so eine Strecke, da habe ich zwar auch Setups, aber keine, die so richtig gut funktionieren. Ja. Ich glaube, ich probiere trotzdem mal höhere Spitzengeschwindigkeit aus. Okay. Das, was vorgeschlagen wird. Aber ich kannst mal das dritte Dreier nehmen. Aber Flügel ein bisschen runter, mal schauen. Wird schon irgendwie. Ja. Oh, das ist ja echt langweilig, jetzt warten zu müssen. Ja, ich schau mal, was der Chat hier fragt. Ja. Mehr Zutrauen bei Strategieentscheidungen. Okay, ja, werden wir machen. Dieses Mal volles Risiko. Wobei in Spanien war es echt eine gute Entscheidung, auf die Hard zu gehen. Oh, Spanien war nahezu perfekt. Ich glaube, da hätten wir nicht mehr rausholen können. Ja. Das war echt stark. Haben wir alles richtig gemacht. Also auf jeden Fall, das wissen wir jetzt, muss man auf den weicheren Reifen starten eher. Dass man
dass man relativ Undercut früh dann stoppt. So. Also sonst, ja. Sonst wird's ganz schwer. Aber krass, dass wir so krasse Upgrades direkt eingebaut haben und aber trotzdem beide jetzt einen Treibstoffsystemfehler oder irgendwas haben. Das stimmt, ja. Beide gleichzeitig vor allem. Wobei in Spanien hatte ich auch im Quali ein Reparaturproblem. Da hattest du keins, aber ich hatte noch keins. Da bist du direkt rausgefahren. Ist das Upgrade heute gekommen? Ja, das Update ist heute gekommen, ja. Ich habe zwar keine Ahnung, was da neu ist, aber ich muss gerade mal schauen. Auf der Williams soll doch neu sein. Nee, der Williams ist immer noch. Für deine 250. Der Williams, ich glaube, jedes Auto, oder? Ich glaube, das war so ein... Ja, aber der Williams ist bei mir immer noch blau. Okay. Ich weiß gar nicht, ob die Lackierung oder so Aero-mäßig, ob da was gemacht wurde. Das ehrlich gesagt, ich habe es mir zwar durchgelesen vorhin, diese Patch-Notes, aber habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Ist der in echt nicht blau? Ne, der ist viel mehr schwarz, ne? Der Williams. Der ist doch jetzt so weiß-orange, oder? Ach, diese Special-Lackierung, stimmt. Ja, ich glaube, genau. Das war ein paar Rennen. Ich glaube, das war so ein Ausnahmeding. Okay, ich kann rausfahren. Okay, ja, ich habe noch eine Minute. Dann schaue ich dir so lang zu. Oh, das 4 Minuten sind schon extrem lang, was du da hattest. Da muss ich, muss ich wahrscheinlich zwei. Ja. Ja, jetzt kann ich zwei Runden, kann ich trotzdem gut fahren. Ja, zwei easy, ja. Ja. Wo bist du denn? Wo ist er denn? Sprit muss ich noch anpassen gleich. Nicht vergessen. Können wir 5 Kilo machen. Erstmal wieder klarkommen auf das Auto. Das ist schon immer eine andere Geschichte als My Team. Dieses Auto. Ja. Oh, jetzt sind die hier wieder so blöd. Was, jetzt will ich den wieder... Ah, ne, der fährt sogar. Oh, hey. So, 20 Sekunden noch. Dann haben die Dudes das repariert. Ja, endlich mal losheizen. Medium-Soft-Strategie. Ja, mal gucken. Ich will eigentlich mit den Weichen losfahren dieses Mal. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's raus. Die Handschuhe von Hamilton haben sich auf gelb geändert. Wow, echt? Krass, das wäre mir direkt aufgefallen als allererstes. Das ist natürlich ganz wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig, dass das geändert wurde. Ja, dann gucke ich mal, was das Vierer-Setup kann. Sein, dass ich auch auf das Dreier wechsle, wenn es mir dann doch zu unruhig ist in den Kurven. Ja. Zum Überholen hättest du es halt gut mit dem Vierer wahrscheinlich. Ja. Es wird getestet direkt. Oh, ich habe ERS vergessen, ne? Ja. Super. Das ist ja toll. Das ist eine super Runde. Nicht angemacht oder nicht? Ja, auch nicht angemacht. Nicht angemacht. Super. Ja, aber gut, die erste Runde wird eh meistens nicht die beste. Also. So, dann legen wir jetzt auch mal. Legen wir auch mal los. Oh, und direkt die letzte Schikane verpasst. Oh, und der Schwung hat gefehlt jetzt. Okay, kann ich direkt wegfahren die Runde. Ja, stimmt, ich muss Bremskraftverteilung wieder ändern. Oh ja, das ist hier besonders wichtig sogar, finde ich. Ja. Oh nein, was tue ich da?
Ah, ist ärgerlich mit diesem ERS. Ich hab's komplett vergessen, weil ich nicht gewohnt bin, die Outlets selber zu fahren auch. Ja, dafür habe ich die letzte Schikane verpasst. So, mal gucken. Ich werde auch nochmal, auf jeden Fall nochmal eine Runde brauchen. Junge, was mache ich denn? Die Schikane finde ich, die ist ja auch schwieriger. Das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht. Man weiß nicht so richtig, irgendwas wo der Bremspunkt ist. Irgendwas hat sich da geändert. Ja. Eigentlich hatte ich die immer ganz gut drauf, aber dieses Jahr weiß ich nicht. Ja, die Referenzpunkte, wo man halt schaut, wo man bremsen muss, sind anders. Die sind anders, ja, und auch allgemein die Kurve ist, glaube ich, ein bisschen anders. Dass diese Mauer innen ist, glaube ich, jetzt näher dran. Oder so. Irgendwas ist da. Ja, 19.20 Uhr sind wir. Ich muss mal diesen Session-Timer einstellen, dass der bei mir die ganze Zeit da ist, weil ich habe keine Ahnung, wie viel. Ja, das habe ich, ja. Zeit noch. Jetzt hast du noch Zeit noch. 10 Minuten noch, ziemlich genau. Okay. Ja, ich fahr direkt nochmal raus, weil das war gerade noch nichts. Same. Sprit ist gut. Kann man so machen. Meine Runde war an sich okay, aber halbe Runde ohne ERS ist halt schwierig. Wobei, ich nehme vielleicht nochmal einen Liter mehr oder so an Sprit mit, dass ich zwei vielleicht fahren kann hintereinander, wenn es blöd läuft. Okay, also ich glaube, ich krieg so noch zwei hin. Das habe ich vor zumindest. Ja, bei dir wird's schwierig. Ja, nicht, dass es wieder das, so. Das war echt ärgerlich. Dass es wieder so ist, wie es letztes Mal. Stimmt, die Sponsoren haben sich jetzt geändert auf den Autos. Bei uns auch? Das kann natürlich. Ich weiß gar nicht, was da davor drauf war, ehrlich gesagt. Gar nicht im Kopf. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. So 8 Minuten, ja, das könnte doch so ein knappes Ding werden. Ich mach mal ein bisschen mehr. Sprit mit sicher. Und neue Reifen. Ja, passt. All set, we're ready to go, so let's get the car out to the track. Am Ende ist 97 dann wieder zu schwer. Und die F2 gibt's jetzt, die 23er F2. Ah, ja, stimmt, ja. Komplett vergessen, aber es finde ich auch, weiß nicht, also interessiert mich nicht so sehr, ehrlich gesagt. Ich habe F2 jetzt dieses Jahr auch gar nicht gemacht. Oh, ich glaube ich auch nicht. Die ist halt auch in die Karriere extrem scheiße eingebaut. Man kann da ja in der Fahrerkarriere starten, aber das ist so, ja. Hast du das gemacht? Nee. Das habe ich in 20 mal gemacht oder so. Aber das ist halt echt schlecht gemacht, weil das gar nicht irgendwie zusammenhängt. Also man spielt da eine F2-Saison und ja, das hat gar nichts mit der F1-Saison zu tun. Also das ist nicht so toll. Okay. So, bist du gerade auch noch schnellen jetzt? Ja. Okay, dann noch mal Platz. Ich war sogar echt nicht schlecht. Ich war lila direkt im ersten. Also da geht schon noch ordentlich was. Im zweiten auch. Oh, diese Schikane habe ich gar nicht drauf. Ganz schlimm. Das könnte aber gut werden. Zehnter, was? Oh, ich glaube, diese Sektor-Zwischenzeiten, die man bekommt, die stimmen überhaupt nicht. Das glaube ich kaum, dass ich Leader war im ersten und zweiten und dann am Ende Zehnter. So ja, es kann sein, dass das ein bisschen verbuggt ist alles noch. Ja, ich habe nämlich auch lila. Ja, das. Also, ich wüsste nicht, was ich da jetzt so verkackt haben sollte, dass das auf einmal Platz 10 wird, nur durch den letzten Sektor. Boah, ich hab überwischt. Und übergeheizt. Außer, das ist halt unfassbar knapp, aber das glaube ich eher weniger.
diese Rauchanimation immer, das ist krass. Ja, muss ausmachen, glaub. Ja. So ein paar Artikel ausstellen oder so. Habe ich tatsächlich jetzt bei mir ausgemacht. Okay. Ja, dann geht's. Dann mache ich das auch gleich mal. Oh Junge, glaub, was? 18 doch. Ich glaube nicht, dass ich die Schikane so verkackt habe, ehrlich gesagt. Die war nicht perfekt, aber dann. Nee. Ja, ich glaube, deine Runde war schon ganz gut. Ich bin nur auf Platz 18 jetzt, aber ich rutsche auch mit dem Setup auch echt zu viel. Angeblich hatte ich 2 lila Sektoren, aber das glaube ich nicht. Ja, ich hatte auch 1 lila, aber das kann auch nicht sein. Ich mach mal das 3er-Setup jetzt gleich drauf. Ich glaube, es ist ja noch Zeit für. Das fühlt sich bei mir gut an, zumindest, ja. Also, da geht noch mehr. Das war noch zu vorsichtig irgendwie bisher alles. F2 geiler, weil man mehr kämpfen kann. Ja, das mag sein. Das ist alles etwas langsamer, etwas enger. Ja, nee, also lila bin ich da nicht. Und der letzte ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja gut, also Platz 10 und nur eine halbe Sekunde weg vom ersten. Ne? Das ist halt wieder sau knapp. Was bist du gefahren? 11,5. Ah, okay, ich bin 11,9 gefahren. Oh, du bist aber wirklich lila im ersten. Echt? Tatsächlich sogar, ja. Ja, aber ich hau auch das andere Setup drauf. Ja. Das ist doch ein bisschen unangenehm in den schnellen Kurven. Ja. Dann verlierst du eine halbe Sekunde auf mich im zweiten und im dritten bist du auch schneller sogar. Krass. Interessant. Ja, ich weiß nicht, was ich da im zweiten Cup gemacht habe. Keine Ahnung. Direkt wieder raus. Ja, vielleicht für 2 Runden hintereinander reicht's vielleicht noch. Oh, ich mach glaube ich eine. Ganz entspannt. Was ist das 3er-Setup? Das ist dieses Preset-Setup. Wir fahren immer mit den Preset-Setups. Dass wir da nicht lang rummachen müssen, also diese Standard-Setups. Wie stark sind die Alfa Romeos eigentlich in der Saison? Die sind 8er, 9er schon wieder. Aber das Auto ist gar nicht gut. Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Aber war das jetzt für dein Gefühl eine gute Runde jetzt mit dem Platz 10? Geht. Also jetzt nicht mit vielen Fehlern, aber es war auch nicht so voll am Limit irgendwie. Ja, ich gehe jetzt mal hier auf die Dreier, das Dreier. Mal vorne ein bisschen hoch vielleicht. So, ausgeglichen. 6 Kilo Sprit, perfekt. Ich fahre direkt raus. Okay. Ich gehe auf eine Runde dann. Okay, that's all the checks complete. We're ready to go. Jetzt muss das Timing stimmen. Mal gucken, ob ich zu früh rausfahre jetzt. Ja, das ist immer schwierig. Wenn dann alle vor dir aus der Box kommen, dann bringt es auch wenig. Ja, ich mache einfach eine langsame Outlap. Aber ich glaube, mit 2 Runden wird das jetzt eh kritisch. Bin ich zumindest der Erste, der eine Zeit setzt. Oh, mein Getriebe ist bei 48%, sehe ich gerade. Das muss ich noch tauschen. Oh. Hast du dann noch gar nicht wohl, oder? Weil ich. Nee, ich habe noch nicht getauscht. Nee. Kann natürlich auch ein bisschen Performance. Oh, ich muss mal raus, Hilfe. So, dann schaffe ich eventuell noch mal eine hinterher. Diese theoretische Bestzeit sind alle Leader-Sektoren zusammengerechnet, sozusagen. Das gerade jemand gefragt hat. Oh, ich bin letzter sogar, das ist gut. Optimal. So, im Zweifel setze ich 2 hintereinander. Mal gucken, ob es hinhaut. Sprit ist genug drin. Flöru, vielen Dank für deine 5 Schweizer Franken. Letzten Stream leider verpasst, jetzt wieder hier und hyped. Das freut mich sehr, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir uns beide hier noch steigern können, weil aktuell ist das... Ja, vor allem ich, Desaster. Bin immer noch auf 18. Ja. So, let's go. Gib mal Gas.
schon mal nicht so. Den Kerl ein bisschen arg getroffen. 30 seconds left in the session. Ja, ich baller noch mal einen hinten hinterher. Ja, wenn du es hinbekommst, auf jeden Fall. Noch halbvolle Batterie. Okay, you've been moved down to P12 with that. P12. Reifen sind ordentlich warm, aber naja. Zu heiß sind sie auf jeden Fall nicht. Ich habe ultra viel Untersteuern über die Curbs drüber. Super, viel schneller wird das bei mir nicht mehr irgendwie. Na, jetzt vielleicht noch Schikane, come on. Oh, das war besser als vorhin. Ah, obwohl, anscheinend auch nicht. Ja. Ah, das ist eine Kacke. 18 Meter hin. Ja, das geht so geil. 2 Zehntel nur verbessert und von 12 auf 8 direkt. Wirst du auch ich hab richtig verkackt. Naja, egal. Aber ich muss es im Rennen richten. Oh, das ist. Schade, ja. Schade. Hab mich leider nicht verbessert. Na, schade, aber dir wird nicht viel gefehlt haben. Das war echt sauknapp wieder alles. Ich muss Marvin, den Flügel vorne mache ich ein bisschen höher. Ich krieg die Kurve nicht richtig. Achter, nicht schlecht. Sehr gut. Ist echt nicht schlecht, ja. Aber viel mehr ging da jetzt auch nicht so gefühlt. Das war. Ja, das ist heftig. Hör mal, ich bin jetzt hier 4 Zehntel hinter dir auf Platz 17. Ja, egal, das ist echt der Wahnsinn. Wenn ich eine Zehntel langsamer bin, ist das schon sowas um Platz 12, 13 rum irgendwie. Das ist krass. Ja. Gut, ich werde. Wobei, ich sollte eigentlich wahrscheinlich die gleiche Strategie fahren. Also die Soft-Strategie am Anfang ist schon immer echt OP. Es ist also das. Es ist OP, früh reinzukommen, früher als die anderen. Das ist das große Ding. Naja. Und das schafft man halt nicht, wenn man auf den härteren losfährt. Deswegen. Ja. Genau. Ich denke, bei mir wird es Soft Medium wahrscheinlich. Ja, ich guck mal, ich habe jetzt halt den Soft richtig runtergefahren. Ich muss den Flügel vorne deutlich höher machen. Ich habe richtig Untersteuer in den Kurven, dass ich da. Boah, ich habe sogar Minus bekommen in der Fahreranerkennung gerade. Oh. Chris, danke sehr. Crit-Strafen, das könnten wir theoretisch machen eigentlich, ja. Guter KI Hinweis. Doch wieder auf 95. Ah, da, ja, das ist halt F1 23, weißt du, auf einer Strecke läuft super gut, auf der anderen dann irgendwie nicht. Ja, aber meine Runde war auch echt scheiße, von dem her das jetzt nicht so. Ja, aber ich glaube, in Spanien haben wir jetzt auch nicht so die Traumrunde hinbekommen. Beide wahrscheinlich. Und da hat es halt irgendwie für ganz vorne gereicht, trotz dem, dass wir nur 2 KI-Stufen drunter waren. Also, das ist zu kurz. Ich glaube, ich nehme echt die Strafe. Ich baller mir mal komplett neue Komponenten. Ja, also auf die 3 Plätze kommt es dann auch nicht an, ne? Ja, das kann man schon mitnehmen. Das machen wir hier auf jeden Fall. Turbolader. Ich mach das nicht. Dann habe ich das schon mal erledigt. Dann habe ich jetzt genug Teile. Perfekt. Okay. Dann bin ich eigentlich ready. Ja, ich auch. Let's go. Jo. Let's go, da bin ich mal gespannt. Ja, das Auto war viel zu untersteuernd. Ich bin gar nicht in die Kurven reingekommen. Mal gucken, baller mal den Flügel vorne hoch. Bei mir hat eigentlich alles halbwegs gepasst, aber das macht mir auch eher Sorgen, dass das dann nur Platz 8 wird mit dem Auto. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, Prediction. Leute, ich glaube, Podium wird schwer heute. Ich glaube, Spanien war so ein kleiner Ausreißer. Kommt drauf an, wie du durchkommst halt jetzt. Ja. Mal gucken, was mir die Strategie gleich vorschlägt. Von so weit hinten mit. Ich habe jetzt halt alle Soft benutzt. Hast du noch einen Soft?
Ich werde keinen mehr haben, keinen frischen. Weißt du, ich hab auch gerade gesehen, dass das 25 Runden sind, ne? Weiß gar nicht, ob Soft Medium da so realistisch ist. Dann wird auch Medium Hard vorgeschlagen, tatsächlich. Nach auch interessante Frage. Ich glaube, ich mache das sogar eher. Also mir sind Mediums lieber als jetzt gebrauchte Softs am Start. Ja, Medium Hard wird hier. Würde ich so sagen. Die Softs, weißt du noch, die Softs in Spanien, das war gar nicht so geil. Ja, das war nicht cool. Falls du dich erinnerst. Die haben echt nichts ausgehalten. Wie meistens eigentlich. Und die KI hat damit irgendwie nie Probleme. Also ist das so, glaube ich, gut. So, wir machen Flügel ein bisschen hoch. Das Obwohl, da hast du noch Frische? Auch nicht, oder? Nee, ich habe alles verballert. Ich glaube, ich habe keine Frische mehr, oder, Chat? Ich glaube, bei mir. Also ich habe zumindest alle. Nee. Glaube nicht. Vielen Dank, Philipp. Danke. Wie viel ist dein Diff? Macht KI 96, dann habt ihr die Mitte von Spanien und Kanada. Ja, aber das funktioniert so leider nicht in dem Spiel. Das ist irgendwie. Aber 60, 50. Wäre super, wenn das so leicht wäre, die KI-Stufe zu finden, aber das kannst du hier leider vergessen. Dafür variiert das zu sehr auf jeder Strecke. So. Ich glaube, ich bin ready. Wir können, glaube ich, starten. Ich glaube, ich auch. Ich habe gerade noch überlegt wegen dem Sprit, aber. Ja, ich habe jetzt plus 2. Plus 2 reicht easy. 2? Echt? Ich habe mal eine gemacht. Ich glaube, das sollte auch schon klar. Ja, ich habe immer so einen krassen Spritverbrauch. Okay. Ja, gut, dann. Ach, wir haben eh Einführungsrunde, ne? Ja. Go. Was scheint so, es wären alle auf Medium Star, dann ist das schon gut so. So, Vorderrad, Bremskraftverteilung, stellen wir wieder runter direkt. Ja, dann sollte das gehen. Siebter, war ich siebter? Nee, irgendjemand hat Strafen. Bin siebter statt achter. Okay, dann hat noch mal jemand eine Strafe bekommen. Soll Tsunoda starten auf Hard hier vor mir. Oh, okay. Auf Soft, richtig wild. Kann nur besser werden, ja, im Moment schon. Bei mir zumindest schon. Marvin, danke dir. Vielen Dank für die 5. Stimmt, das Differential habe ich halt auch nicht geändert gehabt. Hast du da was gemacht im Quali oder hast du es gelassen? Nee, habe ich einfach 65. Gelassen. Okay. Ist jetzt mal auf 60 gestellt. Ich habe leider echt traurigerweise viel zu wenig Plan vom Setup. Ich bin jetzt mal gespannt, wie ich da jetzt durchkomme von da ganz hinten. Ja, ich bin mal gespannt. Überholen sollte ja eigentlich klar gehen hier. Ja, also. Vorausgesetzt, man trifft die Schikane hinten. Das war bei mir auch grenzwertig in der Quali. Hey, ich bin mal gespannt. Come on. Let's go. Let's go. Fast First Challenge. Easy. Wow, wie zucken die denn hier auf der Linie? Oh, was für ein Start, ey. Boah, let's go. Da ist ein paar gar nicht weggekommen vorne. Machen wir wieder. Okay, ich bin jetzt schon mal 15. Oh, sehr stark. Ich bin Dritter sogar. Also gefühlt sind da 2-3 Fahrer fast stehen geblieben vor mir am Start. Alright, let's focus now for the rest of the race. Ja, Auto fühlt sich jetzt aber besser an. Mhm.
fühlt sich deutlich angenehmer zu fahren an, so. In den Kurven hier muss das schon passen, sonst ist das echt unangenehm. Ja. Da macht man nicht viel. Auch wenn der Topspeed gut ist. Oh, Hamilton ist auch auf Harten hier vorne, das sehe ich jetzt erst. Interessant. Ja. Da ist noch Kontakt mit dem Williams. Aber kein Schaden, oder? Nee. Alles gut. All gut. Bin auf 13 jetzt. Das wird vorgeballert. Verstappen ist hier auf 12. Ah, dann war er es wahrscheinlich. Mit den Gridstrafen. Ja. Schätze ich mal. Macht Sinn. Philipp, danke sehr. Ich halte die alle auf. Ich helfe dir. Das ist Teamplay. Ja, das ist sehr gut. Verstappen kommt hier aber auch nicht richtig vor. Mit seinem starken Red Bull. Ganz nah direkt vorbei, Korn. Läuft ganz gut vor. Fahrt wird 20 Schweizer Franken. Danke für den Support. Kommst du gut voran, ja? Ja, ich bin jetzt auf 12. Das ist wichtig. Ich hatte den starken Start und seitdem gar nichts. Seitdem halte ich nur noch alle auf hier vorne. Ich habe jetzt halt auch komplett neue Komponenten. Also auf der Geraden geht da schon was. Ja. KI ist grottig schlecht auf der Bremse, ja, das kann sein. Wir sind in der Haarnadel, da kannst du immer viel machen. Ja. Ich will nur nicht meinen Frontflügel zerstören. Sind die allgemein schlecht, auch beim Beschleunigen immer. Ja, man merkt ja, die Softfahrer, die sind schon deutlich schneller. Wobei Verstappen hat mich da jetzt easy vorbeiziehen lassen. Boah, ich hab jetzt Angst gehabt. Immer noch P3? Ja. Da denke ich, dass sie mit DRS alle vorbeischießen direkt, aber irgendwie nicht. Geht ganz gut. So, Bottas holen wir jetzt. In der Herkunft. Penn mittlerweile? Oder wo bist du? Ja, ich hab Gasly vor mir, der ist 10. Oh, stark. Klar, das ist richtig stark. In 4 Runden schon, ey. Da geht noch einiges dann. Ja, der ist es auch gegen Gasly, reicht nicht ganz. Habe halt schon alles an ERS verbraten. Ja, ich auch. Um hier zu bleiben. Oh, jetzt kommt Hamilton mal. Der ist schnell mit seinen harten Reifen, das ist krass. Das ist wie Leclerc in Spanien, auch mit diesen Harten da im ersten Stint. Irgendwie macht das der KI scheinbar nichts. Ja, können irgendwie ganz anders heizen, ey. So, Gasly. Gut, aber du müsstest dich jetzt halt auch verteidigen gegen Mercedes und Co. Ja, ja. Ja, aber so viel kam da noch gar nicht bisher sogar. Es geht eher, das sind doch, glaube ich, eher die Alphas oder einer der Alphas, der da alle vor dir aufhält. Da brauchst du eine kleine Lücke.
So, P10. Sehr schön, sehr schön. Ja, Kaius P3 im Moment. Du bist auch auf Mediums jetzt, ne? Ja. Ja. Okay, you're in the top 10. Ein Pünktchen schon mal. Peter, vielen, vielen Dank für den Support. Danke sehr. Ich bin noch am Überlegen, wann wir am besten reinkommen oder wann ich am besten reinkomme. Ja, Runde 13 war, glaube ich, angepeilt. Ja, genau, genau. Aber das ist halt so nach der Hälfte schon. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dass man dann länger auf Mediums fährt als auf Harten. Weiß ich nicht. Schauen. Also der Alpha, der hält tatsächlich auf. Das ist Joe hier vor mir. Einfach Schleiß geht aber echt klar bei mir. Wir sind bei 12% gerade erst. Ja, 13. Wobei ich habe 18 hinten, komischerweise. Oh, okay. Passt. Ah, doch, ich habe auch hinten mehr, stimmt. 16 habe ich. Ja, geht krass auf die Hinterreifen. So, ich bin jetzt 9. Sehr stark, ey. Du schlägst dich hier noch, ich sehe das schon. Ja, ich baller jetzt hier die Last to First hin. Ja. Das wird angepeilt. Muss nur die Strategie mit dem Undercut klappen. Ja. Also das wäre schon ganz krass. Ich überrumpel dann unser Team und komm vor dir rein. Also unmöglich scheint das nicht mal zu sein, weil die hier vorne sind auch nicht so sauber weit weg. Also wenn du so weitermachst, dann muss ich mir Sorgen machen, glaube ich. Und Peter wieder, Mr. Ziffel, hier ballert wieder die Donations raus, danke dir. So, und Joe geht's jetzt endlich vorbei, hoffentlich. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah! Crash. Oh nein! Aber alles gut. Zu früh eingelenkt gegen Joe. Von Medium auf Soft. Ja, oh, da vorne fighten die um die Führung. Das würde vom Verschleiß her gehen, Medium auf Soft, aber... Ja gut, was heißt aber? Ich meine, wenn das einem eh vorschlägt, dass man nach der Hälfte reinkommt, dann kann man auch dann auf Soft gehen, ne? Dann ist man gar nicht auf Harte. Ich weiß es nicht. Das ist echt im Moment sind die Reifen eigentlich noch gut. Hinter also Medium Soft. Aber dann hat man diesen Undercut halt nicht. Den hätte ich immer gerne. Noah, danke sehr. So, ich bin jetzt auf 8. Joe haben wir kassiert. So, langsam wird es unangenehm hinten. Rausbeschleunigen. Ja, ich merke es auch schon. Aber wenn das nach 8 Runden schon so ist, dann sind Softs vielleicht doch nicht so das Allercleverste. Nee, nee. Hards auf jeden Fall. Ja, das sind ja auch noch gebrauchte Softs dann. Ja, auf jeden Fall hart. Wir haben halt leider keine andere Wahl, schätze ich. Aber tatsächlich bei so einer kürzeren Distanz, wie wir sie fahren, ist es echt ganz clever, wenn man sich da einen Soft irgendwie aufspart. Ja, ja. Gut, dann kann man halt nur 2 Runs in der Quali machen, ne? Ja, genau. Das ist so das Ding. Box für Full Wet, genau. Das wäre die Ferrari-Strategie jetzt. Die Führenden werden ein bisschen langsamer hier. Okay, gap ahead. Interessant. 1.6 seconds. Oh, da ist ein Ferrari vor mir. Signs of Heart. Oh, dann Russell. Und dann schon Alonso Hamilton wahrscheinlich. Und davor bin ich. Ja, genau. Hier geht noch einiges. Aber auch Leclerc und Perez da vorne kommen nicht so richtig weg. Da sind wir im Rennen echt deutlich stärker als im Qualifying vorhin. Ja. Tatsache. Bist du raus aus dem DRS von
Ja, von dem Mercedes? Achso, nee, der hat dann dauernd. Okay. Kenn ich von Anfang an schon, aber irgendwie kommt da nichts so richtig Gefährliches. Aber ich baller auch ERS immer weg am Ende. Weiß nicht, ob das so schlau ist auf Dauer, aber noch funktioniert's. Überleg, nächste oder übernächste Runde schon reinzukommen. Ich auch, ja. Also auf jeden Fall ein bisschen früher als 13. Das wäre nicht so schlau. Ich bin auch so im Undercut-Fenster von denen da vorne. Ich glaube, wir könnten sogar in derselben Runde rein, auch, oder? Zur Not. Ja, müsste eigentlich hinhauen. Das ist schon... Ja, wobei... Also wenn das Spiel funktionieren würde wie im Real Life, dann würde es gehen. Aber manchmal ist das da ein bisschen komisch. Ja, man braucht schon guten Abstand. Wow, man könnte sogar jetzt fast, also reingedriftet. Ich weiß, also spätestens Runde 12 komme ich auf jeden Fall. Müssen wir halt so, ich bin jetzt Platz 7. Sehr stark. Baller hier vor. Ne, wir haben das Quali versammelt, Leute. Ich komm echt Quali war nicht gut. Quali war nicht stark. Was machen die denn? Quali-Schwäche hat wieder zugeschlagen. Ey, wie machen wir es da mit dem Stop? Einer jetzt, einer nächste, oder? Ja, wie du willst. Willst du diese Runde oder nächste? Ich würde lieber diese, aber... Ja, dann fahr rein. Aber ich glaube, ich hätte die Chance, an denen hier vorne vielleicht vorbeizukommen. Ja, dann mach mal. Also ich glaube, du könntest auch. Theoretisch, aber... Na, wer weiß, ob das... Ja, ich gebe mir noch die eine Runde, das passt schon. Was ist denn DRS jetzt schon von Perez hinter? Krass, wie viel Zeit die verlieren auf einmal. Hinter Russell. Direkt. Oh, diese Boxeneinfahrt, da muss ich aufpassen. So, dann mache ich jetzt Push-Lap. So, hart sind ausgewählt vielleicht. Das war ein geiler erster Stint, aber... Ja, nicht schlecht. Hätte fast nicht besser sein können. Oh, jetzt komme ich da mittendrin raus, oder was? Oh, das ist dann kacke. Oh, gib Gas. Bitte sei davor, bitte sei davor, bitte sei davor. Ja, vielleicht war es doch ein Ticken zu früh dann. Oh, das ist ja mitten da drin, scheiße. Das unterschätzt, wie kurz hier so ein Boxenstopp ist. Oh Gott. Ah, ich bin mittendrin im Verkehr. Das ist nicht geil. Das ist nicht gut. Und immerhin frische Reifen jetzt. Einfach durchfliegen jetzt. Ey! Ich kann nicht mehr schalten! Warum? What? Ich kann schalten! Was ist denn? Ich kann gar nichts mehr drücken. Lenkrad! Weil der Knöpfe auf dem Lenkrad gehen nicht mehr, was ist das denn? Mal kurz ins Menü oder so reingehen. Ich starte mal neu. Ich hoffe, der hat mir jetzt keinen Schaden gegeben, weil ich da leicht in die Wand bin. Oh, nein! Shit. Jetzt geht's wieder. Was war das denn? Das hatte ich ja noch nie. Aber kein Schaden zum Glück. Hilfe. Ich weiß nicht, ich bin geht's aus wieder? Der Box gekommen. Ja, ja. Du hast der Box gekommen. Ich konnte noch Gas geben und lenken. Aber kein Knopf hat mehr funktioniert. Oh, wow. Cool. Ja. Hat jetzt aber schon ein bisschen Zeit gekostet, so ein Scheiß. Hab ich noch nie gehabt. Also ich bin jetzt mal an der Box. Gucken wie es läuft. Okay, off we go, back into the race. That was a fantastic shot. Das wird viel gekostet haben, glaube ich. Nein. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Ist das Hamilton? Oh, ich bin vor Hamilton geblieben. Ah, okay, dann war es doch nicht so schlimm. Ja, aber krass, ja, ich bin dann direkt quasi hinter euch. Oh ja. Also Hamilton war auf Hard und der war jetzt schon drin. Das ist komisch. Oh, der Leclerc und Perez fahren noch da vorne. So. Die Reifen, die müssen es jetzt bringen bis zum Tod.
Wow, mal wieder kein ERS. So wie immer. So, du bist 5 Sekunden vor mir. Okay. Ich glaube, so wild war das dann doch nicht mit diesem Lenkrad. Ich find's krass, dass Hamilton drin war und... Warst du dann kurz im Menü, dann fährt er das Auto selber weiter. Ja, also ich hab's Lenkrad ausgemacht, ja, und dann hat's automatisch pausiert und dann ging's ganz gut. Jetzt war's das mal gegen den. Ah, ich häng mich da lieber hinten dran, das macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn, da ewig zu verteidigen. Sainz war auch auf harten wohl. Ah ja, hast du erzählt, ne? Ja, genau. Der ist jetzt richtig schnell hier hinter mir. Ja, Hamilton jetzt auch, der hat mich easy bekommen gerade. Aber sieht im Moment nach Punkten aus. Ja, das auf jeden Fall, ja. Ich glaube sogar eher so Richtung Top 5 mit beiden auf jeden Fall. Muss echt aufpassen auf den Sainz. Ja, Sainz pusht hart. Der ist auch auf den besseren Reifen jetzt. Ja, das ist immer wieder krass, wie gut die auf harten sind. Oh, Russell geht auf, die gehen auf Softs alle! Oh, nö. Ach, ja, komm, das war toll. Zweite, aber wow. Vorbei an Perez und Leclerc, aber es bringt auch nichts, wenn die auf Softs sind jetzt. Aber Perez ist auf harten, das ist ganz komisch. Und Perez und Leclerc waren zeitgleich drin, einer geht auf Softs, einer auf harte. So, Russell wieder vor der Nase direkt. Also der Undercut hat auf jeden Fall bei mir nichts gebracht. Okay. Bei mir schon, aber nicht mehr lange wahrscheinlich. Ja, Russell ist direkt wieder vor meiner Nase. Ja, wir sind von der KI hochgegangen auf 97. Das war vom Gefühl her besser, aber mal gucken. KI ist schon stark so. Schon stark. Ich fand ja auch in Spanien stark. Also da hätte es auch schlechter ausgehen können. Ja, gegen Leclerc mache ich hier gar nichts. Ganz vergessen. Ja, Russell, der zieht auch weg hier von mir. Die Plätze werden wir eventuell wieder verlieren. Aber eine scheiße Runde. Macht die KI denn so Medium-Soft-Strategien? Das habe ich noch nicht oft gesehen von denen. Das ist so typisch Karriere halt, dass die immer weicher fahren, als der Spieler selber fahren kann. Ja. Zumindest am Anfang. Das stimmt. Der Verschleiß ist viel besser bei denen. Aber die fangen halt meistens auf den weicheren Reifen an in den Rennen eigentlich. Deswegen wundert mich das gerade so. Ja, das ist eine Katastrophe jetzt gegen die Soft-Fahrer hier. Voll vergessen. Ja, pass auf, Russell kommt da jetzt auch. Ja, der ist da schon dran mit Alonso jetzt auch. Und die beiden wird das ganz schwer. Perez vielleicht noch machbar hier. Ja, aber ich frag mich halt, wie die jetzt da durchfahren wollen. Den Soft-Reifen, das ist ja... Das ist unmöglich. Oh mein Gott, was passiert da vorne? Das war ein Schikanenüberholmanöver. Da hat Russell es richtig auf die Bremse geblieben. Er ist hinten drauf geheizt. Ah, du bist auch schon da dran? Oh Gott. Ja. Oh mein Gott. Russell war da ein Weg. Autoscooter Racing hier. Great Manöver. So voll in Russell reingeheizt. Aber Schaden hast du nicht. Nee. Also es war Wheelbanging etwas, Rad an Rad. Ja, das ist immer komisch, wenn man die in der Schikane überholt. Aber ich wollte die Chance mitnehmen, weil gegen Perez ist, glaube ich, der Einzige, der realistisch hier noch ist. Und die anderen ist das ganz, ganz schwer jetzt. So, Perez bremsen wir jetzt aus.
außenrum. Let's go. Da hätten wir doch die Softs genommen, oder? Ja, jetzt, ich weiß nicht. Wenn man weiß, dass die das alle machen. Die sind halt am Schluss dann richtig kacke. Ja, aber die Harten sind dafür jetzt gerade halt echt nicht lustig. Ich find's okay eigentlich. So, Peppers kommt nochmal an. Mein Gott. Wow. Oh. Peppers wieder vorbei. Oh, come on. So beide in den Duellen. Direkt hintereinander. Ja, ich brauch wieder ERS. Das geht so einfach nicht. Kann so nicht überholen den Peppers. Ein bisschen mehr Geduld haben einfach. Peres hat jetzt gleich DRS auf dich. Ich hoffe, dass ich den Alonso hier noch wieder bekomme. Das war eigentlich der Plan. Aber die sind schon sauschnell mit diesen Softsets. Das ist echt krass. Mal gucken, wann ich den Angriff gehe. Vielleicht die Harten fahren sich echt ganz okay. Ja, ich finde die auch nicht schlecht, aber die Softs macht man halt leider nicht viel. Was ist denn mit Russell passiert? Ist der auch noch da dran? Der ist direkt hinter mir. Der klopft. So, Perez jetzt aber. Komm schon, außen, innen. Let's go. That's it, mate. You're taking fifth. So, und da bin ich schon in deinem Rückspiegel. Das gefällt mir, glaube ich, gar nicht so sehr. Das war schon echt ein starkes Rennen von dir, krass, vom letzten aus. Also Russell ist da rückgespiegelt, aber der kämpft jetzt mit Perez, das ist sehr geil. Ich bleib an Alonso dran immerhin, also vielleicht bauen diese Softs ab so langsam. Der ist jetzt seit zwei Runden schon vorne, aber konnte sich nicht absetzen. Ja, so ein paar Rempler hatte ich schon zwischenzeitlich. Mit Perez einmal. Und einmal mit Joe, der gar nicht so viel Platz geben wollte, aber Auto ist okay. So, Russell ist raus aus dem DRS. Diese Softs werden schlechter, glaube ich. Ja. Kann jetzt auch. Also Alonso können wir noch haben, glaube ich, beide. Der kam hier überhaupt nicht weg und jetzt ist der richtig langsam. Fernando! Hau rein. Hoffentlich. Ja. Ob das klappt? Doch, klappt! Sie. Sehr gut. Das war kein ERS mehr jetzt, aber es hat geklappt. Podium! Stark. Oh, und da vorne geht's noch ab zwischen Leclerc und Hamilton. Auch interessant. So, Alonso. Komm her. Es geht noch zwischen uns ums Podium gleich, ich sehe das schon. Good job, nice overtake. Ja, der McLaren, der läuft schon. Er läuft super, im Rennen vor allem.
Rennen läuft er, gefällt er mir deutlich besser. Aber die da vorne sind auch noch nicht im Ziel, ey. Oh, ich hab DRS auf dich, hab ich grad gar nicht gemerkt. Voll verpeilt. Das hättest du ruhig noch länger verpeilen können. Hätte ich nichts dagegen gehabt. Boah, das wäre schon krass. Also von hinten jetzt aufs Podium fahren. Kann ich nicht widersprechen, ne? Ich bin noch im Liga-Hardcore-Modus von gestern. Daran liegt's vielleicht. Ach, nie wieder spielen wir am Montag, wenn das so läuft. Hamilton ist nicht so schnell da vorne. Vielleicht kriegen wir beide noch aufs Podium, wenn die dann noch fighten eventuell dann. Das wäre natürlich ganz krass. Ja, ich glaube, ich brauche noch eine Runde. Das wird jetzt schon knapp, oder? Ja, du blinkst schon. Ja! Da blinkt er schon. Bisschen Reserven habe ich noch. Ich absolut nicht mehr. Aber das wird immer knapper. Schau mal, wie nah die da dran sind jetzt auf einmal. Ja. Das wird mal richtig interessant. Vielleicht kannst du dich gleich wieder mit DRS mitziehen. Das wäre was. Oh, was eine geile Schlussphase jetzt aber. Ja. Das ist richtig spannend. Die sind beide nicht mehr schnell davon. Aber das ist kein Doch, das DRS, oder? Nee. Noch nicht kein DRS. Ich habe das Gefühl, dass die beide langsamer sind als wir. Oh, das war so scheiße. Ah, wie sieht's jetzt aus? Nee, kein DRS. Nee, ich glaube, jetzt hast du mich. Ah, mach mal. Torpedo! Nein. Geh mal auf die Jagd. Gas, am besten kommen wir da beide jetzt noch ran, das wäre geil. Ja, ich geh mal auf die Jagd, ich versuche dich zu ziehen. Okay, you're catching the kein Geld, ich hab echt gut auf Hamilton aufgeholt jetzt. In den letzten oh, Alex Albon ist ausgeschieden. Oh. Beide auf dem Podium, das wäre schon krass. Noch nicht ganz. Oh, das wäre auch überkrank jetzt hier, das ist so abzuschließen. Wenn du glaub, das so gewinnst, ne, dann... So ein Rennen hatte ich glaube noch nie. Dann beende ich die Karriere. Losgefahren. Am Anfang noch so aus Spaß gesagt, last to first. Das wäre schon echt gestört. Was mach ich denn? Jetzt bleib da dran, Mann. Oh, hier ist gelb, hier ist gelb. Ja, die machen lang. Oh! Boah, knapp. Beinahe raufgeheizt auf Hamilton. Okay, the incident's been cleared. Let's get back up to racing. Hamilton hat halt auch DRS. Nicht DRS geblieben, ich bin nicht gut. Oh, komm schon, komm schon, komm schon! Nein, das reicht nicht ganz. Oh, der Hamilton ist zu schnell, Mann. Oh, das wird nicht reichen, ich hab kein ERS mehr. Oh, nein, beinahe weggehauen. Ah, oh, ja, für den Win wird's nicht reichen, aber das wäre auch viel zu crazy. Aber man sieht schon, wie stark der McLaren jetzt schon ist. Ja, der ist mega. Brutal. Aber du hast wieder DRS, oder? Jetzt? Ja. Vorhin einmal nicht, das war schade. So, oh mein Gott, meine Hinterreifen haben 28%, was mache ich denn? Ja, ich rutsche hier auch schon gut rum jetzt. Seit ein paar Runden. Ja, das ist vorbei, aber Platz 3 wäre hier das Maximum auf jeden Fall. Komm.
Jetzt bin ich mal gespannt, was du noch rausballerst hier auf der Geraden. Wie viele Reserven noch da sind bei dir? Nicht mehr so viele, glaube ich. Wenn du DRS hast, dann wird das nichts. Oh, let's go. Wieder so ein krasses, knappes Finish bei uns beiden. Ja, aber krass, das war ganz stark von der AGG. Das war krass. Vom letzten Platz aus, Mann. Aber das war so geil am Ende, dieses Finish. Wir haben noch ein paar Runden mehr, dann hätten wir die da vorne noch ärgern können. Ja, aber ich hatte keine Power mehr im Heck. Da ging nichts mehr. Nee, bei mir auch nicht. Seit du vorbei warst, bin ich nur noch rumgerutscht. Ende eines wieder mal hervorragenden großen Preises krass, geil. Ich glaube, dass ich weniger kämpfen musste wie du im Feld vorne. Weil ich bin bei den ersten paar relativ schnell durchgekommen. Am Start auch schon. Ja, ich musste schon viel kämpfen, ja. Am Anfang hatte ich Hamilton die ganze Zeit dran, dann nach dem Stop war auch nicht so super alles. Aber trotzdem stark von dir, also. Ja, danke. Ich hatte auch kein super sauberes Rennen, muss ich auch sagen. Ja, teilweise war es ein bisschen Autoscooter. Aber es ist gut gegangen. Da erinnert sich keiner mehr dran. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Ja, das war krass. Ich fand es interessant, wie viele verschiedene Strategien die alle hatten. Also waren ganz viele mit Softs. Dann, also Perez ist irgendwie auf harte gegangen, obwohl der gleichzeitig mit Leclerc und so drin war, die auf Soft sind. Ja, ganz komisch teilweise. Aber die Ferrari machen immer so. Interessant. Wir sind, glaube ich, jetzt in jedem Rennen direkt hintereinander ins Ziel gefahren bisher. Ich glaube auch, ja. Das ist schon krass. Die schnellste Runde habe ich verloren. Die schnellste Runde habe ich an Leclerc verloren. Dann ganz am Ende, oder wann hat er die gefahren? Keine Ahnung. Gar nicht mehr drauf geschaut. Achso, WM. Was sieht denn die aus? Achso, genau. Schau mal auf die Rangliste drauf. Ja, 5. Ja, direkt hintereinander. Ja. Ah, das ist da vorne ganz knapp. Boah. Nicht schlecht. Es wird schon eine krasse Aufgabe, auch auf der KI-Stufe. Also das ist schon nicht leicht, ja. Da muss man schon wirklich gut durchkommen, dass man da gute Ergebnisse einfährt. Zeit, danke für die Superchat. Für den Fünfer. Hängt mein Stream oder seid ihr noch da? Ich bin noch da, oder? Bei mir bist du da, ja. Ja, okay. Hatte kurz Buffering hier im Stream. Grazie, ragazzi! Grazie! Perfekt. Nices Rennen gewesen. Ich echt. Hey, das ich gedacht, Spaß dass ich das nochmal schaffe von da ganz hinten. War eine gute Entscheidung, alle Teile zu tauschen. Ja. Ich hätte es auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich dachte schon, dass du so Punkte vielleicht noch hinbekommst, aber. Das habe ich Podium dich auf jeden Fall im Rennen geschlagen als Rivalen. Im Qualifying habe ich es nicht geschafft, aber im Rennen. Und wie? Ja, aber im Qualifying habe ich echt kein Land gesehen, gerade vorher. Da hat das Auto gemacht, was es wollte. Stimmt, aber das Qualifying war auch bei mir viel schlechter als im Rennen. Also da war dieser 8. Platz, den ich hatte, schon das Maximum so gefühlt. Österreich. Okay. Dann kommt jetzt ein Sprintrennwochenende. Eigentlich können wir direkt vorspulen, wir haben keine Ressourcenpunkte. Ich spule mal einmal vor. Stimmt, da kommt auch nichts an. Da kommen noch einmal Ressourcen, kommen noch. Ja. Da können wir ja mal pausieren. Ja, das wird wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel kommt denn da immer an jetzt mittlerweile? 500 Punkte. Reicht das für irgendwas? Schwierig, oder? Ja, wieder nur so für so ein Getriebe-Upgrade. Oder More ERS könnten wir machen. Das ist doch nicht verkehrt, oder? Ah, wo ist. Ah, bei Dingens. Ah, ja, ERS. Motor, ja. Ja, das hört sich gut an. Oder Brennkammer sogar. Treibstoffeffizienz geht auch. Also, mir wäre ERS, glaube ich, wichtiger erstmal. Aber okay, dann machen wir ERS-Kühlung, oder? Ja. Boah, da sind wir richtig weit voraus allen anderen Teams. Der Motor? Ja, stimmt. Ja. Wow. Obwohl wir da jetzt auch nicht so viel gemacht haben eigentlich, ne? Ja. Ich hau es trotzdem raus, oder? Ja. Mach das. Das kommt nach Silverstone an. Perfekt. Ist okay. Und jetzt sind wir dann gleich auch mit Red Bull dann nach den paar Wochen wahrscheinlich. Mhm. Crazy. Okay. Oh, jetzt kann ich den Rivalen wählen. Nehme ich doch auch dich. Ja. Natürlich. Ja, wie ich gesagt habe, direkt ein Rennen später dann. Mhm. Das war eigentlich komisch, dass das nicht gleichzeitig kommt. Ich spule mal weiter. Großer Preis von Österreich. Sprint jetzt auch. Bin ich mal gespannt. Wochenende.
Ja, ist gut. Weniger Training fahren hier. Training simulieren weniger. Warum McLaren-Team? Weiß nicht, wenn wir das beide noch nicht gefahren sind. So. McLaren, das ist auch ein cooles Team, finde ich. Ja, ist doch. Cooles Team. Zwei jungen Fahrern. Oh, bisschen Regen. Sprint, Regen. Oh, hast du eigentlich Partikel ausgestellt? Nee. Muss er auf noch jeden nicht. Fall noch machen. Weil dann wird es echt eklig. Im Regen. Aber es regnet nur am Schluss des Rennens. Wo geht denn das bei Grafikeinstellungen, ne? Genau, einfach bei Partikel auf aus. Ausmachen. Komplett aus, ja. Ja. Dann hat man halt beim Podium keinen Champagner mehr. Also, der okay. Geht dann halt nicht mehr. Aber für so Online-Sessions hat man dann halt ja. Keinen Qual mehr. Das nervt halt auch komisch. Das ist seltsam. Aber es kommt nur vom anderen Spieler immer. Das ist echt. Ja, genau. Sehr komisch. Okay, ich gehe mal hier weiter zur nächsten Session. Einmal Training durchsimulieren. Und dann geht's direkt schon weiter. Oh no. Okay. Rennstrategie fehlgeschlagen. Ja, mal schauen, vielleicht wird es ja noch einen Teamwechsel geben, wissen wir ja noch nicht. Wobei jetzt nach dem Rennen. Das kommt nach ja dem jetzt Rennen, sogar. Genau, ja. Nach dem Rennen gibt es ja wieder Vertragsverhandlungen. Ja. Oh, aber ich glaube, so mitten in der Saison. Weiß nicht. Ich bin zufrieden. Ja, das hier. Ist blöd, ja. Sehr, sehr viel besser geht ja auch nicht, da müsste man ja zu Red Bull. Dass man eben, der McLaren, der geht schon hat. Ab. Mal gucken, jawohl, alle Komponenten neu. Das sieht doch schön aus. Ah ja, ich muss auch mal gucken. Mhm. Das sieht doch schön aus. Welche KI? Wir fahren normalerweise beide auf 100 in etwa. Wir könnten jetzt Team wechseln und dann Haas hochpushen direkt, wenn echt? Alle Upgrades ankommen. Wenn das so schnell geht bei uns. Ich glaube, da hatten wir jetzt aber echt Glück. Das kenne ich so eigentlich nicht, dass alles funktioniert. Das war jetzt eine halbe Saison, ohne dass irgendwas fehlgeschlagen ist. Ja. Also klar, eine kürzere Saison, aber trotzdem. Unser Vertrag geht bis zum Ende der Saison, ist das so? Schreibt gerade jemand bei mir. Ah, okay. Weiß ich nicht, wie es in der... Ach, bei 10 Rennen gibt es keine Vertragsverhandlung in der Mitte. Okay. Ah ja, okay. Wusste ich jetzt auch nicht. Ja gut, macht aber auch Sinn, ne? Sonst hat man 5 Rennen in einem Team, das ist ja nix. Ich habe jetzt mal weitergemacht auf Quali. Ja. Ja, Red Bull Ring. Dieses Mal besseres Quali abliefern. Das wäre gut, ja. So Top 5 direkt. Dann hat man es leichter auf jeden Fall. So, wieder Voreinstellung 4. Ich nehme wieder das 3er. Ich glaube, hier nehme ich schon 4. Das ist schon wichtig auf den Geraden. Ja, das ist mal auch kein Problem am Anfang, das ist cool. Stimmt, kann man sich halt überlegen, ob man mal 2 Runs macht. Oh, hier weiß ich eh nicht, wie das funktioniert mit dem Sprint dann. Ist da ein Satz für den Sprint reserviert oder? Wie läuft das? Ich glaube, du musst halt einen. Also im Sprint wird es wahrscheinlich ein Medium-Satz sein, dann hast du halt noch ein Medium fürs Rennen. Ja. Aber Sprint auf Soft wäre schon besser. Ja. Wenn man sich den sparen könnte. Haben wir das Upgrade schon für die Reifen? Dann bin ich mir auch nicht sicher. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber normalerweise, also in Österreich geht das. Da kann man das hinbekommen. Also in Katar oder so kann man es vergessen mit Softs, aber hier ist normalerweise okay. Ja. Deswegen bin ich echt am überlegen, ob ich nur 2 Runden mache vielleicht. Dafür vielleicht immer 2 Runden auf einen Satz oder so. Ja, stimmt. Das könnte man sich überlegen. Und dann spart man sich einen, das macht wahrscheinlich Sinn. Auch fürs Rennen dann, wer weiß. Also gerade in Kanada hätte ich, glaube ich, lieber Softs gehabt am Ende. Ehrlich gesagt. Vor allem dadurch, dass die anderen auch die Softs hatten. Im Sprint regnet es aber erst ganz am Ende. Ja, also ganz das am Ende. Ist kein Problem. Also ich fand die Hard echt angenehm. Wir haben nur ein paar Runden gefehlt auf die Top 2.
Das, am Ende wird's okay, aber zwischenzeitlich dachte ich, dass das gar nichts mehr wird. Als die da frisch auf den Softs waren alle. Ja gut, ich bin raus. Aber ich versuche mir jetzt mal einen Satz zu sparen, mal gucken, ob das funktioniert. Ja, probier mal. Also ein Sprint, wie lang geht denn ein Sprint hier mit 35% auch noch? Das sind ja 7, 8 Runden wahrscheinlich. 8 Runden oder sowas. 8 oder 9 Runden, glaub. Ich glaube, so lange halten die Softs dann schon. Sollte. Sollte, ja. Ja, stimmt. Das wäre irgendwie eigentlich komisch, dann mit Medium zu fahren. Ja, eben. Ich weiß ja nicht, ob man dann noch einen frischen hat. Ach, für Sprint ist immer ein Satz reserviert, okay. Ja, das kann sein, aber dann hätte man fürs Rennen keine mehr. Wenn man jetzt hier 3 benutzt, keine frischen. Ja, keine Ahnung. Ich schau einfach mal. Ja, werden wir sehen. So, hier auf die erste Hotlap. Kriegt man vom ERS her 2 Runden hin, am Stück? Oder ist das dann zu kritisch? Gute Frage. Was hast du vorhin ich gemacht, glaub, oder? Ich glaube schon. Ja, vorher habe ich es gemacht, aber da war die zweite Runde halt auch nicht gut. Okay. Da ist dann am Schluss das ERS ausgegangen, auf der Geraden vor der Schikane. Habe ich dann alles wieder verloren, weil es leer war. Grazie. Thank you guys, all of you. Okay. Auch nicht besonders gut. Naja. You've fallen down the order, you're now in P7. P7. Ja, siebter. War noch nicht so. Hey, Mr. Farming, vielen Dank. Willkommen. Du machst jetzt keine zweite dann, oder? Nee, ich habe auch gar nicht so viel Sprit jetzt gerade dabei gehabt. Ich fahre nochmal rein und fahre den gleichen Satz nochmal. Ja. Ja, ich probiere mal 2 am Stück. Mal gucken, was das hier gibt. Oh. Ah, diese Kurve. Vorhin auch schon schlecht. Und was sagt das Delta Lila? Es wird minimal schneller, so wie es aussieht. Und sogar echt lila gerade im Mittelsektor, ja. Oh, was ja, es ist ganz, ganz knapp. Oh, was war das jetzt? Mal raus. Oh, so eine Zehnte. Und ob sich das jetzt gelohnt hat, weiß ich nicht, aber immerhin. Das ERS hat sogar gereicht, so ganz, ganz knapp. Zweiter Platz. Ja, ich glaube, das mache ich, das ziehe ich aber so durch. Jetzt mit dem zweiten Satz auch. Vierer. 2 Runden. Und dann habe ich einen frischen noch. Das Vierer-Setup ist ein Riesenunterschied von den Flügeleinstellungen, sehe ich gerade. Das ist echt extrem, ja. Das ist direkt 10 weniger oder sowas, ne? Ja. Everyone ready? Okay, let's go. Hören wir das mal aus, auf dem gleichen Reifensatz nochmal. Wenn das nicht funktioniert, mache ich nochmal neue. Und ansonsten last to first nochmal. Das ist halt die Frage, wie man das am Ende timet, wenn man da 2 Runden machen will. Nicht, dass man eine macht und dann alle vor der Nase hat für die zweite, das wäre auch nicht so toll.
Also in Kanada hat es ganz gut geklappt. Man muss man halt als Erster rausfahren. Und dann bin ich bei 3 Sekunden über die Linie für eine zweite dann. Ja, ja. Aber die zweite hat es auch überhaupt nicht gebracht. Also vom ERS her ist es halt eher. Also hier ging's. Okay. Ich glaube, es war unter 10% auf jeden Fall am Ende, aber es hat keine Zeit gekostet dann. Ich kann jetzt noch eine Runde, das schreibt ja jemand gerade, noch eine Runde mit dem Satz und am Ende einfach eine mit einem frischen. Kann man auch machen, ja. Ich glaube, hier ist der Verschleiß auch nicht so extrem, oder? Ja, nee, das ist ja kaum. Das Data ist ja minimal nur. Na, dann probiere ich das mal. Also ich hatte nur 2% nach der ersten Runde. Ja, ja. Also es zeigt jetzt keine Zehntel langsamer an. Und ich habe 2 Hotlaps gemacht sogar auf dem. Aber okay, das geht echt klar. Dann mache ich so, dann am Ende eine mit frischen und dann hat man eine noch fürs Rennen oder so. Oh krass, direkt 3 Zehntel. Laufbahn. Ja, ist hier schon wichtig, dass man da schnell ist. Grazie. Thank you guys, all of you. Ja, ich habe alles wieder mal verschenkt im zweiten Sektor. Wer ist besser, Dave, Patrick oder Kyle? Ich glaube, Dave würde uns sowas von in Grund und Boden fahren. Ja, also Dave hat schon recht viel Übung, das muss man schon sagen. Also auf eine lange Distanz Dave zu schlagen ist schon, ist schon ordentlich. Thank you guys, all of you. Und Lea ist schon seit wie vielen Monaten? 21. 21 Monate schon. Ja, meine Runde war nicht gut. Irgendwie, ich schwäche immer im Qualifying hart. Ja, normalerweise ist das auch eher meine Schwäche, aber hier lief's bisher ganz gut. Oh, was macht er da vorne? Ach nö. So, ich geh jetzt aber gleich nochmal auf den Sprischen. Diese KI mit Platz machen, ne? Das ist schon immer interessant. Ja, kannst voll vergessen. Fahr einfach los. Einfach Gas geben. Ich glaube, ist ein Trick. Der sollte mir gerade Platz machen, aber das. Ach so. Das war eher nicht so toll. Idiot, also wirklich. Ja, aber wenn man die selber vorbeilassen will, ist das auch eine Katastrophe. Das verstehe ich auch nicht, was das immer soll. Ja, ich muss jetzt nochmal neue Soft draufballern und dann. Wobei, 8. Platz ist schon mal nicht schlecht. Lass mal gucken, wo du jetzt stehst gerade. 2. immer noch. Immer noch? Ja. Also wahrscheinlich wieder recht knapp, schätze ich mal. Ja, ich bin 5, eine halbe Sekunde bin ich noch hinter dir. Mir fehlt schon noch was. Gleich nochmal rausfahren. Ja, ich fahr gleich nochmal raus, nutze die freie Strecke. Ich muss auch viel weniger Sprit mitnehmen. All clear the garage, please. Car's ready to leave. McLaren ist so nackig auf der Seite ohne Sponsor. Das ist noch nicht aufgefallen. Thank you.
Paul. Das war eine halbe Zehntel, nur schneller oder so. Ja, hier kann man echt mehrere Runden auf einem Satz machen. Das ist gar kein Problem. Also es zeigt schon, die KI ist schon trotzdem so richtig eingestellt. Ja, schon. Ich finde das jetzt echt eine gute Balance. Eine Zwischenlösung, ja. So, ab geht's. Real Farming, herzlich willkommen. Wechseln die Fahrer in der MyTeam-Karriere bei euch auch die Helme, wenn die Teams wechseln? Nee, glaub nicht. Nee, eigentlich nicht. Jawoll, das war eine gute Runde. Da habe ich die halbe Sekunde geholt. Oh, ganz knapp. Was hast du gefahren? 1.09 habe ich. Oh, krass. Waren das jetzt frische? Also, das waren frische jetzt, ja. Okay. 1.05.074. Du warst im zweiten und dritten warst du ein bisschen schneller als ich. Ersten ich minimal. Das ist schon krass, wie knapp wieder. Ja. Ja, die habe ich jetzt auch echt getroffen, muss ich sagen. Also für das, dass es mir immer noch etwas zu untersteuernd ist. Ich glaube, ich mache trotzdem Flügel noch ein bisschen hoch vorne. Ist mir trotzdem noch ein bisschen zu wenig Grip vorne. Ja, ich fand auch. Also in diesem Mittelsektor ist das nicht so angenehm. Ja. Oh, und ich habe immer noch auf 63. Warum sagt das keiner? Ich habe Vorderradbremskraftverteilung auf 63 immer noch stehen. Dass du so fahren kannst du überhaupt, ist krass. Ich verbremse mich da sofort, wenn die so über 60 ist. Hülkenberg ist wieder im ersten Sektor. Was kommt denn das her? Wahrscheinlich, weil der da Windschatten auf mich hatte, weil der so einen Zentimeter hinter mir seine Runde gefahren ist vorhin. So, restliche Reifensätze jetzt sparen, oder? Ist gleich mal die Sektorzeiten. Wie viel hast du dann noch einen? Ich habe jetzt zwei gefahren. Ja. Ich fahre jetzt noch meinen zweiten und dann. Okay, ja. Dann habe ich einen schon durch. Einen Sprint oder fürs Rennen habe ich schon. Es könnte natürlich sein, dass Schreck jetzt nochmal deutlich besser wird. Also kannst du auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal ordentlich pushen jetzt. Also ich belasse es, glaube ich, jetzt mal bei der Runde. Weiß ja nicht, wie viel die alle noch finden können. Ich glaube, die Zeiten von denen sind auch schon recht lange. Da. Also, mal drauf gucken. Theoretisch würde ich es sogar noch schaffen, noch mal rauszufahren. Also noch fährt auch gar keiner. Ich weiß nicht, was warten die denn so lang? Soll ich mal machen oder was? Ja, oder den Soft noch mal fahren. 4% könnte eigentlich auch noch mal rausfahren, just for fun. Das ist schon super knapp davon. Was voll bewölkt geworden jetzt. Auf einmal. Ich mach mal hier noch mal ein bisschen hoch. Ui. Jetzt ist hier mittendrin, das wollte ich eigentlich nicht. Ah, die warten hier lange, über zwei Minuten fahren die erst raus alle. Normalerweise schon ein bisschen früher. Ah, jetzt habe ich gerade nicht mehr auf dieser Kopfzeiten genau geschaut, weil ich dann gerade nicht hochgucken. Egal. So, ich fahre jetzt als letzter. Was war das da vorne, Eve? Aber es ist schon crazy, wie wir jetzt wieder auf 1 und 2 fahren. Und Kanada. Ja, chancenlos gefühlt gewesen. Chancenlos, ja.
Aber du hast jetzt halt auch eigentlich die älteren Teile. Also ich habe halt die neuen Komponenten, also relativ neu. Ich habe mir jetzt auch ein paar frische teilweise. Ah, okay. Nicht komplett alles, aber Motor und so habe ich, glaube ich, neu. Motor und MGOK oder so. Dann hau mal rein. Ich versuch's, ja. Ich glaube, es ist schon wichtig, sich nochmal zu verbessern. Ja. Die werden auch nochmal was raushauen jetzt. And that's just 30 seconds left in the session. Stark. Oh, Hamilton. Bin gespannt, was von dir kommt. Weiß nicht, ob's reicht. Das wird eine ganz knappe Nummer. Ich habe mich jetzt nicht groß verbessert, das war so eine Zehntel oder so. Oh, spannend. Spannend. Ah! Ah! Hat gereicht, oder? Ja, du hast mich, glaube ich, scheiße. GG. Puh, aber wie knapp, ey, das war geil wieder. Ah, die letzten paar Kurven nicht ganz sauber erwischt. Wie viel schneller bist du noch geworden am Ende? 2 Zehntel. Ah, keine Zehntel am Ende, krass. Oh. Ja, heftig. Heftig. Von der KI kam jetzt aber auch weniger, als ich gedacht habe. Nur Hamilton ist da noch schneller geworden. Vorne. Du warst auf Frischen, oder? Ich war jetzt auf Frischen, ja. Ja, ich hätte ich gedacht, dass ich mehr rausholen kann, aber so super viel. Die Strecke ist deutlich besser geworden. Ich habe auf den alten Reifen... Ja, ich habe in den letzten 2 Kurven gerade noch was hergeschenkt, etwas. Ich habe ganz oft in dem Qualifying die nach der zweiten DRS gerade verkackt. Danach der Haarnadelkurve, was ist das, Kurve 4 oder 3-4? Die habe ich irgendwie nie richtig auf die Reihe bekommen. Patrick fährt mit Brake Magic. Da war noch ein bisschen Zeit. Auf der Outlap, ja, Brake Magic ist on. Brake Magic. Immer schön die Reifen aufwärmen mit der Bremse. Ja, crazy. Das wird, also arg viel schneller wäre auch gar nicht gegangen, muss ich sagen. Also. Das war schon gut. Die einzigen mit einer 1-4er Zeit auch hier. Muss man erst mal machen. Oh, crazy. Jetzt fahren wir direkt hintereinander her im Sprint. Das wird jetzt lustig. Doppelpole. Erste Startreihe für McLaren. Da sieht man aber mal wieder das Ding mit der KI. In Kanada hätten wir ja niemals Erster, Zweiter werden können. Auf gar keinen Fall. Also das hätte ein Stunden-Qualifying da sein können. Das hätte ich nicht hinbekommen, glaube ich. Das ja, ist schon, ja, ich war 17. Krass, so. Wie das variiert. Ja, eben. Ja. Und ich auch 8er, gerade so irgendwie auf Krampf. Also das ist schon immer sehr wild. Ach, Training jetzt noch, stimmt. Ja, das können wir auch kurz das ist immer super. Einmal durchsimulieren wieder. Gucken, was wir hier noch machen. Reifen. Ich krieg mal Strapazierfähigkeitsdinger, super. Aber ich muss wieder dran denken dann gleich, falls es wieder auf 63 steht, die Brems Balance. Ich das wieder umändere. Ja, normalerweise bleibt das, glaube ich. So, fertig. Sehr schön. Ich geh noch mal kurz aufs Klo, bevor wir loslegen. Yes. Aber starten wir schon mal rein, sonst. Ja, genau. Ich schau mal meine Soft-Strategie an. Ja. Ja, ich denke, wir müssen Softs auf jeden Fall machen. Ja. Das wäre sonst unnötig. Auf jeden Fall. Wie viel werden das? Echt 8 Runden, ne? Habe ich, glaube ich, gesehen gerade. Sowas.
Ja, das muss man schon mit Softs machen. Mal gespannt, ob die KI das macht. Das wird interessant. Was ist denn jetzt hier Wetter? Ist jetzt hier wirklich Regen? Ja, ich hab mal starten gedrückt. Du kannst dann auch, ja, wenn du soweit bist. Ja, dann bin ich gleich soweit. Da. Jo. Echt super knapp, ey. Ich weiß nicht, ob die letzten paar Kurven wären noch ein bisschen sauberer gegangen, aber das war wirklich Maximum. Jetzt gerade im Qualifying. Ich glaube, der letzte Sektor ist so ein bisschen mein Problem, Leute. So, warten auf Spieler steht hier jetzt schwarz. Schwarzbild. Ich glaube, mein Spiel startet hier nicht rein, bevor Kaye wieder da ist. Ah doch, startet los. Nur mal richtig langer Ladebildschirm. Willkommen beim heutigen Sprint. Das wird wieder ein fantastisches Wochenende. Crash Kurve 2. Direkt beide McLaren raus in Kurve 2. Das wäre natürlich fatal. Direkter Teamkollegen Crash. Kommen wir nun zur Startreihenfolge für das heutige Sprintrennen. Mr. Monaco startet aus der Pole Position und der Habicht macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Hamilton, Perez, Leclerc, Verstappen, Russell, Fernando Alonso, Sainz, Joe, Hülkenberg, Magnussen, Bottas, Albon. Findest du dein Automodell? Ich habe es noch gar nicht genau angeschaut. Gasly, Sargent, Ocon und Daniel Ricciardo belegen. Und reden wir über. Also, ich habe ja eigentlich erwartet, dass der Williams irgendwie eine neue Lackierung bekommt, hat er aber nicht. Keine Ahnung, also da müsste ich schon, wenn ich jetzt nicht die Notes lesen würde, was sich genau geändert hat, dann hätte ich wirklich gar keine Ahnung, ob sich irgendwas geändert hat jetzt mit dem neuen Patch, aber. Okay. Jo. Da bin ich wieder. Jawohl. Also Regen am Schluss. Das könnte trotzdem interessant werden, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie in die Box geht bei 8 Runden. Nee. Aber es wird halt nass am Ende. Ja, ich glaube, das wird so ein vorletztes Rundending oder so. Das wird nicht mehr nass genug. Bei mir werden Softs vorgeschlagen sogar, also ja, das ist glaube ich relativ logisch, die zu nehmen. Ja, das passt. Da können wir eigentlich direkt los starten, oder? Ja, Sprit mache ich noch. So, okay. Einführungsrunde hier auch, oder? Ja, klar. Ja, ich glaube, da ist auch eine angestellt. Ja. Einmal kurz Reifen warm fahren. Ja. Ah, das ist schon geil, beide ganz vorne. Jetzt keine Last of First Challenge, ja. Brake-Check, genau. Brake-Check machen wir. Kaye direkt Brake-Check. Nee, das machen wir nicht unter Teamkollegen. Aber ja, stimmt. Bremskraft ist jetzt auf 57 wieder gestellt. Das passt. Ja. Wir beide heizen so richtig die Einführungsrunde los. 10 Kilometer vor allen anderen. Ich glaube, das kann man auch machen, oder? Die Reifen kühlen ja nicht ab. Ja, das geht, glaube ich, schon. Ich glaube, das ist sogar schlauer, wenn man die dann eher irgendwie warm bekommt. First to last. Ja, das wird's eher. Das wäre nicht gut. Parking there, mate. Let's make sure we get the edge on the surrounding drivers as the lights go out. So. Okay, so that's the rest of the grid forming up now. Be patient. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich verkacke das jetzt nicht im Sprint. Das wäre bitter. Sehr ganz ärgerlich. Ja, wir haben hoffentlich besser wegkommen wie die KI hier. Ja, stimmt. Jetzt hat man immerhin nicht das Problem, dass vor einem einer stehen bleibt. Ja.
Das finde ich mal ganz nervig. Okay. Go. Was? Nein! Oh, ich Idiot, ey. Aber hey, du führst. Ja, das ist super! Oh, nö. Das ist nicht mein Ernst, ey. Durchfahrtsstrafe im Sprint einfach. Das hab ich noch nie gemacht. Und wieso jetzt? Oh, nee. Alter, das ist so ein Idiot. Dann heiz mal. Oh, heiz mal, ich halte hier ey. Auf. Heiz mal bloß. Oh. Das wäre echt noch nie passiert in dem Spiel. War ganz toll. Top. Das wird ein guter Sprint. Ja, wir schaffen trotzdem 1-2. Hältst du die auf? Ja. Oh, das ist geil. Danke. Also ich fahre jetzt so lange wie möglich, glaube ich. Ich versuch's zumindest. Ja, aber riskier auch nichts, ne? Bleib. Versuch selber fahren zu sein. Was zuckt denn da Hamilton da so rum? Okay, das war nicht gut. Ach, Hamilton Mann, muss ich wieder einfangen. Da ist einer ausgebüxt. Nein. Da ist ausgebüxt. Kann ich kurz wieder einfangen. Moment. Den fange ich mir wieder. Aber ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Das war so unnötig. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, das ist einfach so eine Zuckung, die man hat. Irgendwelche Zuckungen gehabt. Ja, ich dachte mir auch gerade. Oh, komm schon, Hamilton. Nein. Was machst du? Oh mein Gott, was? Oh. Okay, ich kann, glaube ich, das Feld nicht so lang aufhalten. Ja, fahren. Ich hab's ja selber verkackt, also. Ist auch meine Schuld. Dann mach ich die Last to First diesmal. Genau, First to Last. Podium. Einfach First to Last machen. Ja, im Rennen dann. Dann Last to First wieder. Oh, der Hamilton, der büxt aus. Der ist echt. Hätte ich gar nicht mehr eingefangen gerade. Hamilton hat schlechtes WLAN. Ja, so sieht's gerade aus, wie der rumspringt hier vor mir. Ach, das ist wirklich. Skandal. Ich kann mir das selber nicht erklären gerade. Das ist echt Skandal. Echt fantastisch. Ich habe nur so einen Schrei gehört und dann wusste ich schon, was los ist. Ja, aber ich wollte's gar nicht. Das war echt so voll unterbewusst irgendwie. Ich weiß nicht. Wer hätte ich lieber einen richtigen Frühstart gemacht, wenn dann direkt losfahren, dann hätte es sich gelohnt wenigstens. Und nicht so in der letzten Sekunde. Ah nein, jetzt büxt Leclerc aus. Nein, 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 nein. Bleib schön da, bleib schön da. Oh! Das ist einfach keine gute Idee, Leute. Das war keine gute Idee. Ja, gib Gas. Ne? Ja, ich gebe jetzt Gas. Jetzt habe ich sie lang genug aufgehalten. Aber ich glaube, in 8 Runden wird es trotzdem schwer für dich. Na, das wird ganz schwer. Rain in 10 Minutes, sagt er, bei mir muss ich jetzt halten. Was macht denn die Leclerc und Hamilton? Ich glaube, hier so durchfahren, das dauert nicht mal so unfassbar ewig, hoffentlich. Ja, aber es wird trotzdem schwer, noch irgendwas Vernünftiges hinzubekommen. Oh, ist das bitter, ey. Das wird auch direkt eine Durchfahrtsstrafe. Vor allem im Sprint. Das ist schon hart. Vor allem im Sprint, ja. Naja. Oh. Ich weiß echt nicht, ob ich das letzte Mal einen Frühstart gemacht. Ja, dann kannst du wahrscheinlich dieses Mal alle Komponenten tauschen vorm Rennen. Wahrscheinlich, ja, je nachdem, was hier jetzt noch geht. Ich bin zumindest direkt dran, das ist gut. War doch irgendwas Vernünftiges. Oh ja, stimmt, machen, ja. Das ist schwierig. Okay, perfekt. Five laps of fuel left. Nochmal neue Softholder sich. Wobei, es gibt ja gar keine. Oder sind das neue jetzt? Nee. Gebrauchte wahrscheinlich. Ich glaube, das sind neue. Also anscheinend bekommt man für einen Sprint. Da ist ein Satz reserviert, wurde mir in den Chat geschrieben. War ich mir selber nicht sicher. Durchfahrtsstrafe in Silverstone. In Silverstone wäre es das gar nicht. Boah, mir das hier stell dir vor, lieber. Silverstone Sprint und dann Durchfahrtsstrafe. Ja, das kannst du komplett vergessen dann. Hier ist noch halbwegs sozial. Aber hey, dein Start war echt top. Du bist echt gut losgekommen. Aber war direkt in Führung ist er gegangen. Kannst du im Rennen ja auch probieren.
Kann man nicht meckern. Da hast du nichts gemacht, da habe ich dich alt aufgemacht. Nee, da habe ich echt gar nichts gemacht. Da war ich kurz baff. Komm schon, Leclerc, den kriegen wir wieder. Oh. Ja, machen den Perez. Unabsichtlich jetzt aber im Moment. Leclerc ist echt gut unterwegs. Wo stehen wir aktuell mit McLaren eigentlich in der Teamwertung? Ich habe vorher nicht geschaut nach dem letzten Rennen. Ich auch, glaube ich, leider gar nicht. Muss man dieses Mal schauen. Also Dritter, denke ich, mindestens. So wie wir in der Fahrer-WM dastehen. Oh, Junge, das ist gefährlich hier. Tür 1. Ja, okay, in 10 Minuten soll es regnen, sagt er. Ja, es sieht das ja auch gar nicht danach aus. Regen. Ja. Und wie kämpft es sich so vor? War echt okay sogar. 15. schon wieder immerhin. Okay. Ja, du hältst die alle ganz gut hinter dir. Ja, ich war gerade am Fighten gegen Leclerc, deswegen. Ja, die sind alle so nah hintereinander, dann kann man sich immer ja vorbeibremsen. Ja, Kai, Start war top. Das war ein guter Start. Start. Ja, perfekt, perfekt. Ohne Wheelspin, ohne gar nichts. Besser geht's nicht. Top-Reaktionszeit. Negative Reaktionszeit hatte ich. Das bin ich zwar erst hinbekommen. Wow, jetzt hätte ich mich beinahe noch weggehauen hier beim Rausfahren. Und so, jetzt schön ERS managen in den letzten zwei Runden. Und irgendwie einen Win holen, komm. Oh yeah. Letzte Runde maximal pushen. Kai war schneller als die Ampel. Ich bomb dich hier alle weg. Ja, aber die sind auch, also für die Haarnadel, wie die da anbremsen, das ist schon ultra vorsichtig. Ich hab da jetzt, glaube ich, schon zweimal zwei überholt im Anbremsen. Ohne, dass das so komplett fragwürdig war sogar. So, last lap. So, jetzt muss ich raushauen. Leclerc mit DRS. Okay, mate, final lap. Keep your concentration. Hamilton ist an Leclerc vorbei, die kämpfen. Jetzt kann ich ein bisschen wegfahren. Ah, das sieht gut aus für dich. Letzte Runde. Sehr schön. Wenigstens einer, der hier abliefert. Ja, die Punkte müssen gesichert werden für McLaren hier. Was machen die denn hier? Das ist ja tragisch. Ich bin 10. Warte, bis. Wie viel gibt's nochmal? Bis 10 gibt's noch Punkte, oder? Nee, 8 leider in dem 8. Format. Ja, aber für die Startposition ist das wichtig. Dass ich hier nicht komplett verkackt hab. Aber dann in dem Fall nimmst du keine Strafe, oder? Nee. Also ich glaube so bis Platz 15 oder so hätte ich es mir überlegt, aber 10. ist dann schon zu gut eigentlich. Ich glaube auch nicht, dass wir es unbedingt nötig haben werden, die Strafen. Komponenten. Ja, ich glaube, die KI geht hier, die kann man gut schlagen. Ja. Wenn man gut mit ERS haushaltet, dann geht es hier auf der Strecke deutlich besser. Oh, Damian, danke sehr. Vielen Dank. Grüße zurück. Stroll-Fahrer des Tages. Wunderbar. Na, Hamilton das ist auch noch ein gutes Comeback eigentlich. Ja, nicht schlecht. Nach dem Start dachte ich, das wird ein letzter Platz, aber war jetzt doch noch okay. Ja, ich weiß nicht. Die waren auch echt scheiße. Die waren so nah beieinander.
so langsam, vor allem in dieser Haarnadel immer. Mal kurz auf die Rangliste schauen jetzt. Das war schon. Konstrukteure, wir sind Vierter. Oh, lol. Hinter okay. Ferrari. Ja gut, aber nicht weit weg immerhin von Mercedes mal zumindest. Das passt. Red Bull hat schon ein bisschen Vorsprung. Ja, bei 40 Punkte, das ist so ein Doppelsieg, ne? Ja. Wenn die anderen dann verkacken, dann kann da was gehen. Oh krass, einmal Pole jetzt. Das ist krass. Pole im Rennen. Das ist krass. Das ist ärgerlich. Okay. Hier wäre, glaube ich, 1-2 schon möglich gewesen. Ja. Auf jeden Fall sogar, weil so stark waren die nicht. Easy. Aber was fährst du dann strategiemäßig auch mit den Soften los? Ich habe ja extra die Softs aufgehoben eigentlich dafür. Deswegen. Ja. Vor allem jetzt, wenn man halt. Wenn man mit den Soft losfährt halt, dann kriegt man oft die gebrauchten. Ist mir auch schon aufgefallen. Das wäre dann ärgerlich. Ja, dann mache ich das nicht, aber wenn es frische sind, dann würde ich mit denen, glaube ich, losfahren. Ja, ich fahre nämlich, glaube ich, mit Medium los. Ja. Ja, bei dir ist halt was anderes. Ich muss ja erstmal nach vorne kommen. Ja. Ich glaube, da sind die Softs vielleicht nicht so dumm am Anfang. Ja, stimmt. Könnt mal ausprobieren, das stimmt. Und dann einfach trotzdem früh reinkommen, egal ob sie gebraucht oder nicht sind. Ja. Und dann früh rein und ja, doch, hört sich gut an. Aber ich starte mit Medium, dann startest du mit Soft einfach. Ja. Wir könnten ein Upgrade machen. Hero. Ja, ich schau gerade. Das ist Frontabtrieb. Frontflügel. Ja, Frontabtrieb mache ich. Ah, nicht genug Punkte. Es fehlen ein paar Pünktchen. Es fehlen gefühlt 20 Punkte. Ja. 20 Punkte fehlen. Ach, da fehlt was. Oh, okay. Ja. Das ist scheiße. Echt? Bei mir steht 1300. 1355 und das Upgrade hier. Aero kostet 1375. Ja. Bei mir kostet das 1300. Das ist ja komisch. Hä? Dann kaufst du. Super. Noch ein Bug, oder? Tatsächlich, ja. Das Perfekt. Ist zu teuer. Nicht genug Punkte, sagt er mir. Ja, super. Dann warten wir halt, oder? Dann müssen wir doch noch warten. Ja, hilft ja nichts. Okay, dann rein ins Race. 25 Runden. Da bin ich mal gespannt jetzt. Oh, ich hoffe nur, dass ich mich jetzt nicht irgendwie weghaue oder so am Start. Würde mir nie passieren, dass ich so einen Start verkacke. Also. Ich bin da immer perfekt. Oh, das ist halt auch ärgerlich online. Kannst du halt. Ich glaube nicht, dass man es neu starten kann, oder? Ich meine. Wahrscheinlich nicht unbedingt. Nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube. Also vielleicht könnte halt man irgendwie rausgehen und dann, weiß ich nicht. Dass beide zum Hauptmenü gehen oder so. Das würde wahrscheinlich gehen. Ja, das hätten wir machen können. Ja, aber ja, egal. Nee, ich finde das auch kacke immer. Ja. Es gehört ja dazu, dass man mal Fehler macht, sonst ist es auch langweilig. Ja, Platz 10 ist okay, da kommst du trotzdem gut vor. Ja. Nee, es gehört ja dazu. Schon gut so. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von Neustarts, sonst. Ja. Oder auch Flashbacks, sonst kann man ja alles immer, was einem irgendwie nicht passt, rückgängig machen. Aber das ist ja dann auch nicht Sinn der Sache. Bei mir wird Soft Medium vorgeschlagen sogar. Und das sind frische Soft. Tatsächlich. Bei mir auch. Ich starte mal mit dem Medium. Ich mach das so mit diesen Softs. 14 Runden auf Medium. Dann blockieren wir uns zumindest hier nicht. Das stimmt, ja. So, aber ich glaube, wahrscheinlich ist trotzdem relativ ähnlich dann mit den Stops. Ja. Aber bei mir sind hier einige auf Soft, so wie es aussieht. Und zumindest mal neben mir das Stroll. Okay, rein jetzt. Wann macht ihr jetzt immer live? Ja, immer relativ spontan. Wir haben jetzt noch keinen fixen Tagestest gewonnen. Ja, ist immer schwierig, dass beide am selben Tag Zeit haben. Aber abends wird es immer sein, denke ich. Also 19 Uhr. Ja, genau. Das ist eine gute Zeit auf jeden Fall. Hier vorne Medium, Soft, Medium, Soft, Medium. Ja, hier ist auch durchgemischt. Könnte ähnlich werden wie Kanada, dass jeder irgendwie was anderes probiert. Aber dort war es ja ganz spannend. Ein weiterer Sieg wäre theoretisch drin. Theoretisch. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also im Sprint sah es eigentlich jetzt echt gerade ganz gut aus. Mhm. Rein von
im Speed her. Ja, bei mir auch. Ich denke schon, dass ich da vorne rankommen kann nochmal. Obwohl das wahrscheinlich bist du in 3-4 Runden bist dann direkt hinter mir wahrscheinlich. Das kann aber echt sein. Also das hast du ja vorhin auch erlebt. Es ist irgendwie leichter, sich nach vorne zu kämpfen. Ja. Und dabei schnell zu sein, als vorne schnell zu sein. Ich weiß nicht. Wenn man da auch nur nicht zu gierig werden, dann direkt Kämpfeschaden kassieren. Das ist halt ja immer die Gefahr. Da habe ich ein bisschen Schiss gehabt beim letzten Rennen in Kanada gerade. Aber an sich, wenn man clean durchkommt, dann kann das schon recht schnell gehen. Das Auto ist ja auch gut vor allem. Hilft dann auch immer. Oh, so. In der ersten Kurve habe ich aber Angst hier mittendrin. Ist immer interessant. Wie wird der Start von Pole? Ich glaube, ich hatte in der Karriere vielleicht 2 Poles oder so. Oder 3 maximal. Oh, ich auch echt nicht viele. Kommt nicht so auf. Ach komm! Das ist. Ja. Bullshit. Was war? Ja, da steht dann 0,0, aber das ist dann zu weit. Kacke. Was war da gerade für eine Meldung? Da war irgendwas. Egal. Ja, stand disqualifiziert, weil ich zu weit gefahren bin. Also angeblich zu weit. So, meiner so. Meinung nach war es nicht zu weit, aber. Okay, erste Kurve getroffen schon mal. Perez ist vorgepusht auf die 2. Oh, ich hatte einen guten Start auch. Siebter schon mal. Diese Haarnadelkurve von der KI. Hilfe! Das ist ja so schlecht. Hat direkt schon fast hinter mir. So. Ich bin Vierter jetzt gleich. Also die in der Haarnadelkurve, wenn die da am Kämpfen sind oder nah hintereinander, das ist unfassbar, wie langsam die da sind. Das hatte ich im Sprint vorhin auch. Das wird ein Doppelpodium. Also die Pace dafür wird da sein, auf jeden Fall. Ja. Ob man da jetzt auch clean durchkommt, ist nochmal was anderes, aber schnell genug sind wir heute auf jeden Fall. Keine Durchfahrtsstrafe nochmal, ja. Gut weggekommen. Ja, stimmt. Ich auch diesmal. Ach, Perez ist auch Mediums. Aber das mit der Durchfahrstrafe, das wäre so typisch ich normalerweise gewesen. Hat mich jetzt überrascht, dass es dich trifft irgendwie. Also ich habe mich selber überrascht. Das habe ich mir nicht zugetraut. Oh, was macht denn der? Ja, der ist push. Hamilton darf da nicht reinkommen ins DRS. Jawohl, eine Sekunde haben wir. Ah, oder auch nicht. Oh, der Hamilton ist schnell. Ich komme da auch nicht so ganz hinterher gerade. Aber der ist halt auch auf Softreifen. Ach stimmt, du ja nicht, ah. Ja. Ja, dafür hast du am Ende halt den Vorteil dann. Genau. Ja, das kann ich voll vergessen, den kann ich nicht abhängen. Ja, vielleicht kannst du trotzdem davor bleiben. Ich hatte das auch in Kanada, da war auch Hamilton sogar direkt an mir dran. Aber das ging trotzdem ganz gut. Oh, das war wieder so ein spannendes Ding. Mhm. Aber beide aufs Podium kommen oder ob es nicht reicht. Aber ich komme da nicht so gut dran, wie ich es gerne hätte. Ich bin jetzt gerade am maximal raushauen, was geht. Zumindest pace-technisch. Ich muss ein bisschen ERS sparen, um ihn zu verteidigen. Boah. Bei mir kam ein paar Mal das Heck jetzt schon so ein bisschen gefährlich. Das gefällt mir nicht. Ja, ich glaube Hamilton muss ich ziehen lassen gleich. Einen Abwehrversuch starten. Ist halt überlegen, ob es Sinn macht, da jetzt ewig viel Zeit zu verlieren oder. Ja, wahrscheinlich eher nicht.
ist deutlich schneller. Ja, ich glaube, hier an der Stelle wird er dich wahrscheinlich nie überholen, weil die nie gut rauskommen aus Sahana. Ja. Oder doch? Ja, nee. Ja, nee, es reicht nicht. Am gefährlichsten ist nach Kurve 1 auf jeden Fall. Oder ganz oft überholen die auch in Kurve 1. Und dann kann man aber direkt kontern. Das ist eigentlich immer so das Typische hier. Stimmt, Start-Ziel vorbeilassen und dann einfach wieder. Ja, das ist so mein Karriere überholen. Dann kannst du ewig davor bleiben. Da muss man nur aufpassen, weil der Messpunkt so ein bisschen vor der Kurve ist. Ja, nicht, dass er vorbei ist und trotzdem DRS hat dann. Na, jetzt zieht er rechts rüber. Die greifen da immer an, ja, die sind da echt sehr dumm. Das ist ähnlich wie Cheddar. Ja, stimmt. Jetzt hat er DRS, oder? Nee, ich hab's nicht, er hat's. Ich bin halt besser rausgekommen jetzt eigentlich, aber ja, wobei reicht nicht. Ich muss jetzt wahrscheinlich gleich einen Positionstausch machen. Ja, ich guck mal, ob ich da dranbleiben kann. Also ich glaube, du kannst jetzt auch wahrscheinlich schnell mit dem DRS da. Ja, wie heftig schnell das ging, dass du da dran bist. Oh Junge. Ja, aber du halt verteidigt hast. Das Kanada-Ding jetzt umgekehrt gewesen. Ja. Du musst es verteidigen, ich bin da halt dran gefahren einfach. Also verteidigen kostet extrem viel Zeit immer. Das darf man echt nicht unterschätzen. Das sind ein paar Sekunden pro Runde manchmal, je nachdem, was man da veranstaltet. Die Frage ist jetzt, ob es mehr Sinn macht, wenn du auf Hamilton-Attacke gehst erstmal. Oh, ich weiß nicht, ob ich dafür schnell genug 18, bin. Ich habe jetzt Perez hier erstmal. Ich habe 18% ERS. Nur noch. Green Flag. Aber der S habe ich zumindest auf Hamilton jetzt. Ja, es ist so super schnell, bin ich glaube ich nicht gegen Hamilton. Der ist schon stark aktuell. Ich bin da auch nur so gut rangekommen, weil ihr da gefightet habt. Sonst war ich nicht viel schneller. Naja, schau mal, vielleicht kriege ich wieder ERS aufgeladen, um nochmal vorbeizugehen irgendwie. Aber ich sag mal so, für Soft, dafür, dass er auf dem richtig schnellen Soft ist, kommt man trotzdem noch ganz okay hinterher. Ja. Ja, Perez ist auch wieder schnell mit Mediums. Ich mag das nicht, wie schnell die in ersten Stints aber auf härteren Reifen sind. Das ist immer krass. Ja. Da hat man echt auf weicheren Reifen gar nicht so einen Vorteil. Jetzt geht er wieder hier an, dann kann ich wieder kontern. Fantastisch. Ah, hier ist gelb, okay. Gelbe Flagge. Sergeant ist da, glaube ich. Nee, nicht Sergeant. Irgendwas. Nächste Runde soll es reichen. Da habe ich dann wieder genug RS, um wieder von neu zu gehen. Das sieht gut aus, ne? Mal schauen, ich habe gerade gar nicht geschaut, wann der Boxenstopp eigentlich bei mir anstehen würde. Bei mir Runde 11. Ja, Runde 14, also auch bei dir so 14. Viel später. Ja, da wirst du vielleicht ein bisschen was verlieren, aber dann frischer am Ende. Das kann natürlich sein. Da wirst du wahrscheinlich mit dem Undercut deutlich vor mir dann landen. Wahrscheinlich, aber dann hast du halt Soft. Ja. So, probier jetzt nochmal eine Attacke. Let's go. Sollte reichen. Great maneuver. You made it look so easy. Jetzt müsstest du ihn eigentlich kriegen können. Wenn er jetzt nicht zu hart wieder pusht und mich versucht zu überholen. Der hat halt DRS jetzt. Das
Ist dann nicht gerade leichter. Aber noch finde ich es auch okay, da hinterher zu fahren. Ich glaube nicht, dass ich mich absetzen könnte, wenn ich vorbei bin. Von daher eigentlich auch egal. Ja, ich versuche rauszufahren und ich baller einfach RS. RS raushauen. Ja, du kommst da aber echt ein bisschen weg. Ja, ich habe nur noch 10%. Ja, die Softs sind auch schon kritisch langsam. Schon über 30 hinten. Das hilft auch nicht. Ich glaube, da hast du es jetzt gerade gut mit den Mediums in der Phase. Ja, im Moment geht's gut, 20% hinten. Ah, jetzt ist er schon wieder da. Jetzt ist er schon wieder im DRS. Hat er einen Heckflügel auf? Ja. Oh Mann. Gleich die Runde. Aber ohne RS lässt sich halt echt schwer wegfahren. Ich überlege fast nächste reinzukommen. Ja, mach mal. Aber nicht, dass du wieder im Verkehr drin hängst dann. Ja. Wobei, jetzt müsste es auch gehen. Es könnte gut gehen, ja. Hoffe ich zumindest. Ja. Aber wenn Runde 11 geplant ist, dann kommt Hamilton halt in 11. Dann hätte ich gar keinen Undercut auf den, das wäre auch schade. Obwohl, jetzt könnte ich ihn haben. Das ist ein bisschen verkackt in der Haarnadel. Ja. Jawohl. Also dann streamen wir noch wahrscheinlich noch dieses Rennen. Jetzt sind wir fertig. Das ist auch schon wieder über 2 Stunden. Das ist krass. Also 35% Rennen, das unterschätzt man. Das ist auch echt nicht so super kurz. Und was machst du in deiner Karriere immer? 50%? 50, ja. Deswegen denke ich, dass 35 so mega kurz sind, aber... Es sind schon auch immer ein paar Runden, oder? Gut, ja, Sprint ein paar Runden weniger halt, ja. Aber es ist trotzdem relativ lang. Also jetzt habe ich immerhin Hamilton jetzt aus dem DRS, das ist perfekt. Oh ja. Ja, ich glaube, ich habe den ein bisschen aufgehalten an der Boxeneinfahrt gerade. Könnte dir geholfen haben. Oh, nee. Oh, bin ich da davor? Der wieder mitten in so einer Gruppe, das kann nicht wahr sein. Na. So, das werde ich jetzt gut zum Menschen einfach gucken, dass der Hamilton dann nicht mehr rankommt und dann auch in die Box irgendwann durch. Die Medium haben jetzt 25%. Gehen theoretisch noch eine Weile. Aber der andere Cut wird jetzt zu heftig sein. Also meine Softs waren so bei 35, als ich reingekommen bin. Nach 10 Runden. Ah, Hamilton ist jetzt an der Box. Dachte ich mir. Ja. Deswegen wollte ich eigentlich jetzt rein, um den vielleicht bekommen zu können, aber mit dem Verkehr wird es schwierig. Ja, doch eine Runde zu früh dann, ja. Überlege, ob ich auch relativ früh reinkomme. Vielleicht auch eine Runde früher. Oh, aber ich hab ihn, glaube ich, trotzdem. Ich bin auch gut durchgekommen. Ja, krass. Der Undercut ist brutal. Das ist krass. Ich hab den sogar relativ deutlich. Ich habe über eine Sekunde und ich hatte ordentlich Verkehr. Das ist schon heftig. Also ich komme direkt nächste Runde dann rein. Runde 13 gehe ich dann. Dann müsste ich auch noch. Also sinnvoller wäre es, glaube ich, wenn du relativ bald reinkommst. Ja, oder ich hätte auch nichts dagegen, wenn du noch ein paar Runden machst. Also. So oder diese Runde schon. Aber diese Runde könnte eventuell dann... Nee, das wird eklig. Also wie gesagt, ich hatte so 35 nach 10 Runden. Hinten. Vorne war es ein bisschen besser. Ich hänge noch eine dran, dann ist gut. 13. Runde hört sich gut an. So, jetzt nochmal pushen.
Russell ist jetzt an der Box. Perez ist noch nicht reingefahren. Das heißt, dann werde ich versuchen, einen früheren Stop wie Perez zu machen. Ja, direkt schnellste Runde rausgeballert. Oh, du bist 18 Sekunden hinter mir. Echt? Ja, du wirst auf jeden Fall vorbeiziehen. Naja, das dachte ich mir schon. Dadurch, dass ich an Hamilton auch so deutlich vorbei war. Aber das war eigentlich schon länger klar. Die Frage ist halt dann, wie schnell du auf den Softs bist. Ja. Ich glaube, das könnte echt nicht schlecht sein. Wir sind dann alle auf Mediums, Hamilton ja auch. Oh Gott, Fehler gemacht, beinahe weggedreht, gerade nochmal das Auto gefangen. Wir sind so aber auf den Körper draufgefahren. Jetzt gerade. Ich reingebremst, reingerutscht in die Box. Oh, was machen die Red Bulls? Sind die auf Mediums? Ja, beide. Ach, dann fahren die bis Runde 14 wahrscheinlich. Ich schätze mal, Hamilton wird dich auch haben. Ja, Tatsache. Tatsache. Aber ich habe jetzt nicht so krassen Verkehr jetzt dadurch. Ich bin gerade nochmal vor Leclerc rausgekommen. Ja, das war echt gut, aber ich habe gerade drauf geschaut. Das war gerade gut in der Runde. Ist eigentlich perfekt dann gewesen. Ja. Ja, die Red Bull, die werden wahrscheinlich dann so gleichzeitig in die Box kommen. Die werden super weit zurückfallen. Ah, oh, ich denke nicht mal. Dann wahrscheinlich fährt dann einer bis 15, denke ich, ja. Machen die normalerweise nicht. Ja, aber derjenige, der länger fährt, der hat auf jeden Fall schlechte Karten dann. Ja. Aber Perez bleibt noch. Das ist schon heftig. Hamilton 2 Sekunden. Ja, der hatte jetzt zumindest eine Zeit lang kein DRS, aber jetzt kommt er wieder rein so langsam. Der hat mir einfach 2 Sekunden abgenommen. Das zeigt halt schon wieder, ja, wie blöd das alles ist. Extrem, wirklich. Das ist ganz krass. Ja. Der ist viel eigentlich zu stark. Jawohl, vielleicht ist das auch realistisch, ne? Wer weiß. Ja. Wenn man auf so ganz toten Reifen rumfährt, dann macht das schon Sinn. Wobei die Medium jetzt nicht so schlecht waren. Stimmt. Die waren eigentlich noch gut. Du bist auch schon mal gut früher rein als geplant. Ja eben, ich bin schon eine Runde früher. Ja, den Duo-Modus gibt es schon seit 2021, Leute. Seit 2 Jahren gibt es den schon. Jetzt ist Hamilton dran. Na, ich komme da auch nicht so richtig gut hinterher. Oh, Hamilton schnellste Runde. Ah, das war jetzt kacke. Oh, der verbremst sich. Okay. Habe ich Glück gehabt. Ich wollte eigentlich extra vor dem Messpunkt bremsen, damit ich das DRS bekomme. Das hat nicht geklappt. Und dann verbremst er sich. Das war super. Boah, wie viel Zeit der direkt verloren hat. Krass. Ja, ist direkt vor mir jetzt. Aber stark, von 10 auf 1. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass das so schwer war. Ging dir in Kanada wahrscheinlich ähnlich, oder? Also, ja. So durch dieses Mittelfeld, da kommt man echt gut durch. Na gut, kommt auch auf die Strecke an. In Monaco oder so macht man da nichts, aber hier ging das gut. Paris also, ich beiß mir hier die Zähne aus im Moment an Hamilton. Der war schon schnell, also der hätte mich eigentlich gehabt, wenn er den Fehler nicht gemacht hätte gerade. Ja. Frage, ob ich dich krieg noch mit den Softreifen. Oh, mit Rain hat er irgendwas gesagt. Aber ich glaube 15 Minutes, das wäre dann egal.
So, jetzt der S gegen Hamilton. Come on. Ich kann mir vorstellen, dass du rankommst und dann wird es halt interessant wieder. Ja, am Ende wird es wieder ekelhaft mit dem Soft. Good job. Nice overtake. Ja, du hast sie dann schon lange. 12 Runden oder so. Ja, jetzt hat Hamilton nochmal der S bekommen. Wow. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Soft jetzt so viel besser sind. Hatte ich auch nicht im ersten. Ah, ich muss den irgendwie loswerden. Das ist echt blöd, jetzt zu kämpfen. Ja, ich habe da nichts dagegen. Nein, kommt schon wieder an. Es geht hier hin und her. Irgendwie dieses McLaren-Doppelpodium sichern. Wahrscheinlich wäre es clever, Hamilton nochmal vorbeizulassen, dann ERS zu laden und dann auf jeden Fall safe wegzufahren auf die Sekunde. Das wäre wahrscheinlich am besten. Wenn du es schaffst, da dran zu bleiben, dann vielleicht schon. Ja, Leute, da wird es keine Videos geben, es sind einfach nur Streams dann. Es macht auch gar nicht so viel Sinn, die immer zu schneiden. Nee. Ich finde das so als Stream echt super. Das ja, ist top, so auch angenehm. Das gibt's doch nicht. Der lässt einfach nicht locker. Ah, ich komme trotzdem nicht weg so richtig. Okay, ja, 2,8 Sekunden. Hä? Jetzt habe ich keinen DRS und Hamilton hat den Flügel aber auch nicht auf. Das gibt's manchmal, ja? Frage ich mich auch immer, was da. Los ist. Das kann ja nicht sein, dass man da gleichzeitig durchfährt. Geht eigentlich gar nicht. Ah, 6 Runden. Das wird ein hartes Ding, da jetzt noch was zu machen. Da irgendwie hier gefährlich zu werden. Ich hätte es einfach den Hamilton noch mal auf dich los. Ja, den schicke ich mal. Ich glaube, der ist schon sauschnell. Ja. Ich wäre echt froh, dass der diesen Verbremser hatte, sonst wäre das interessant geworden. Oh, jetzt habe ich mich gedreht. Oh Shit. Nein! Das war's mit dem Doppelpodium. Aber kein Schaden, oder? Nee. Aber dann doch, Heckflügel. Noch was Heckflügel? Hä, ich hab einen orangen Heckflügel. Ah, vielleicht ist dein DRS offen. Ah, das ist DRS, hat er gerade gesagt, ja. Ist es offen? Gute Frage, ich glaube schon, es fährt sich nicht. Dann hast du dich vielleicht deswegen gedreht. Oh ja, DRS ist auf. Ah, oh mein Gott. Ganz scheiße. Oh scheiße, in was für einem Moment. Oh. Echt kacke. Oh, Junge, ich kann gar nicht mehr fahren, wenn ich anbremse. Oh, so, nee. Da? Das ist echt schade. Ich muss, glaube ich, nach vorne stellen, die Bremsbalance, sonst habe ich hier absolut keinen Auftrag, das Auto über die Strecke zu kriegen. Wow. Das hätte sehr spannend werden können, glaube ich noch. Oh, ja, Mann. Kriegst so wahrscheinlich keinen Punkt mehr. Ah. Neunter bin ich jetzt. Ja, aber dann erklärt es auch den Dreher. Ja. Es war wirklich so instant, zack, war das Heck weg. Ah, das ist auch Riesenpech, dass das genau in dem Moment dann passiert. Ja, gerade Ausgang Kurve 1, wo man sich eh relativ leicht wegdrehen kann. Boah. Also, das ist ja eine Sache, wenn es DRS nicht mehr aufgeht. Das ist okay, damit kann man leben. Aber wenn es DRS halt nicht mehr zugeht. Das ist ein Problem. Das ist maximal dumm.
Okay, im Moment hätte ich noch 2 Punkte. Okay. Also, heißt, 9. Platz. Aber halbwegs, oder? Ja, ich muss ganz langsam fahren einfach. Ja, das ist ein Vorsprung immerhin. Ja, ein bisschen Vorsprung habe ich noch. Aber hey, kannst jetzt hier deinen ersten Win holen in der Saison. Mhm. Ja, so safe ist das, glaube ich, noch nicht. Hamilton ist schon stark. Aber ich hätte den lieber gehabt, wenn du hier noch mit dabei gewesen wärst, ehrlich gesagt. Ich glaube, das hätte echt ein geiles Duell werden können noch dann. Ja. Wenn ihr da nochmal rangekommen wärt. Ja, ich glaube nicht, dass ich da so viel gemacht hätte. Das war auch mit den Softreifen schwer. Also ich fahre schon relativ am Anschlag hier die ganze Zeit. Also super viel mehr geht da nicht mehr. Schade, die Pole nicht in einen Sieg umgemünzt. Da war wohl nichts. Echt bitter, das hätte easy eigentlich ein Doppelsieg im Sprint und im Rennen werden können. Ja. Wenn du das Problem jetzt nicht hättest und wenn ich nicht versagt hätte an dem Start. Das ist schade. Ja, zweimal dumm. Ja. Zweimal dumm gelaufen. Ja, dafür hatten wir in Spanien. Dafür hatten wir in Spanien ein Doppelpodium. Stimmt, aber das war auch kein Doppelsieg. Ja, ja, das stimmt auch, ja. Ja, trotzdem ganz. Silverstone, dann Heimrennen. Da machen wir es. Komm schon, Flügel, geh doch einmal dazu. Mach die Klappe zu. Boah. Oh, ich glaube nicht, dass ich noch auf schnellste Runde gehen kann, Chat, aber. Kannst mal versuchen gleich. Ah, die Reifen sind jetzt auch nicht mehr so super. Es wird wahrscheinlich noch knapp mit dem 9. Platz. Ja. Oh, yes. Ah, diese schnellen Kurven sind halt Katastrophe, ne? Ja. Aber das fixt sich auch nicht mehr, oder was? Bleibt es das? Nee, im Moment sieht es ganz, ganz schlecht aus. 10. jetzt. Kann ich noch so langsam reinfahren in die Kurven? Ein Pünktchen, vielleicht. Komm, ein Punkt. Könnte man einen Pitstop machen, um das DRS zu schließen? Gute Frage. Das bringt uns jetzt eigentlich auch nichts, aber ich könnte es theoretisch ausprobieren. Aber ein Punkt nicht, wenn du noch einen Punkt hast. Eben, ein Punkt ist halt besser wie kein Punkt. Also ich könnte es ausprobieren, wenn wir jetzt wirklich, wenn ich keinen Punkt mehr hole. Aber dann, selbst dann ist es dann Runde 25 wahrscheinlich. Ich probiere es mal mit der schnellsten Runde, aber das würde mich wundern. Das waren seine letzten Worte, das knapp. Gerade in dem Moment, wo ich es gesagt habe. Gerade in dem Moment, zack, Abflug. Das wäre es eigentlich gewesen. Oh, ich fahre hier wie so ein Opi. Aber bei dir sieht es solide aus vorne. Ja, Hamilton ja, Hamilton bekommt da Konkurrenzgrad. Schaut gut aus. Oh, Flügel wieder zu. Kann wieder fahren. Oh, sehr gut. Ja, aber fast wieder. Niemals hier. Ja, nochmal ein bisschen pushen zumindest. Aber Bottas kriegen wir nicht mehr. Das hatte ich tatsächlich noch gar nie, also dass der Flügel halt nicht mehr zugeht. Es war immer andersrum. Auch Verstappen hat Hamilton jetzt, Leute. Das habe ich nicht kommen sehen. Ja, ich hab's, also andersrum ist häufiger, ja. Ja. Ich hab's schon, also ein paar Mal ist das auch schon passiert. Das ist halt die wesentlich schlimmere Version. Ja, das stimmt. Da macht man gar nichts. Vor allem, wenn das so überraschend kommt wie bei dir. Wenn man Glück hat, passiert's auf einer Gerade, dann checkt man es zumindest noch rechtzeitig und dreht sich nicht, aber so. Ja, wahrscheinlich wäre ich, selbst wenn ich es gewusst hätte, zu schnell reingefahren in die Kurven. Vielleicht, ja, ja. Aber dann hätte man noch eher eine Chance gehabt. Wenn man gar nicht damit rechnet, dann. Ja. Ja, keine Chance. Ja, Stroll, der wird kein Problem mehr werden. Ein Punkt. Ein Punkt fürs Team.
Selbstheilung. Ist einfach wieder zugeklappt. Oh, zack, war wieder zu. Wie funktioniert das überhaupt? Ich habe auch einen. Sehr geil. Sehr, sehr gut. Ja, aber schade, schade. Das hätte ein besseres Wochenende werden können, so, ja, als Team. Da haben wir echt was hergeschenkt heute. Ja, aber geil. Sprint und im Rennen einfach. Ja. Das muss besser werden. Muss eigentlich eher, wenn wir ganz vorne irgendwie mitmischen wollen, darf sowas nicht sein. Obwohl bei dir Zeit Pech, da kann man nichts machen. Ich hätte auf jeden Fall was machen können. Ich weiß aber nicht, ob mir das nicht sogar geholfen hat, so Zehnter zu starten. Weil dann geht man eh so rein nach dem Motto, Arsch, scheißegal. Ist eh gerade nicht so toll und dann. Aber fällt dir was auf? Du bist Erster, ich Zehnter. Das stimmt, ja. Das war kurz getauscht. Einfach getauscht. Kurz die Position getauscht. Stefan, was haben Sie im heutigen Rennen besser gemacht als die anderen? Also wenn man so viele Leute überholt, dann sollte man das Rennen auch gewinnen. Ihr Auto war heute im Windschatten wirklich effektiv. Aber dein Helm ist der weiße, der ist etwas anders wie meiner. Ablauf der anderen Autos nicht überhitzt. Ja, aber ist auch so rot-weiß. Keine Angst, die Reifen vor allem in den Kurven an ihre Belastung. Ja, ich habe da irgendeinen ausgewählt. Dadurch konnte er später trotzdem gut noch über die Linie gebracht. Ja, immerhin ein Pünktchen, wer weiß, vielleicht wird das richtig noch. Ist es soweit. Die kann Fahrer immer sein. Betreten das Podium. Tolles Rennen vom McLaren-Team. Es freut mich wirklich, sie auf dem obersten Treppchen des Podiums stehen zu sehen. Ah, wobei, der Pokal ist anders. Ich schaue gerade das erste Mal irgendwie auf die Pokale. Oh, ich habe da noch nie, ja, jetzt, beim letzten Mal war das schon ein Thema, ne? Aber ich achte da auch nie drauf so richtig. Oh, ich habe die meisten Punkte sogar an dem Wochenende. Champagner krass. Weg. Das nach dem Start im Sprint. Crazy. Das ist krass. Ich habe einfach so 8 Punkte im Sprint und dann so 1 Punkt im Rennen. Aber da machst du jetzt ordentlich Boden gut in der Rangliste. Das stimmt, ja. Das ja, schau, du hast sogar mich überholt sogar. Jetzt. Krass, ja. Krass. Heftig. Das, ja. Ja, du warst ja 56. Deutlich vorne, wow. Habe ich jetzt nicht erwartet. Aber wir sind beide noch gut dabei, auf jeden Fall. Also, ja gut, es sind dann nur noch 5 Rennen, ne? Es sind nur noch 5 ja, Rennen. Dritter Platz mit McLaren. Aber das ist auch gut. Aber da wäre mehr gegangen. Da hätten wir auf jeden Fall 18 Punkte mehr haben können, oder? Nee. Oh ja. Nee, wenn man den Sprint noch dazu zählt, da viel mehr. Da hätten wir fast an Mercedes dran sein können, glaube ich. Wenn nicht vorbei, also, sogar. Wenn wir so weitermachen, dann können wir auf jeden Fall relativ weit vorne mitmischen, da mit Red Bull. Ja, auf jeden Fall. Schätze ich mal. Also, ob wir Red Bull kriegen, ist eher fragwürdig. Ja, wahrscheinlich nicht in den 5 Rennen, aber. Kommt drauf an, was die macht. Die halt, gute erste Hälfte. Stimmt, jetzt haben wir ja Saisonhalbzeit. 10 Rennen gehen echt schnell. Ich habe, glaube ich, noch nie so eine 10-Rennen-Saison gemacht. Nicht so eine ernsthafte zumindest. Das geht schnell vorbei. Puh. So. Im Sprint Rivalen geschlagen, im Rennen nicht. So, was haben wir nächstes? Ist dann Silverstone. Das machen wir dann quasi nächste Woche dann, oder? Genau, ja. Woche. Genau, weil wir heute noch mit Sprint und allem dauert es halt dann auch etwas zu lang dann im Endeffekt. Nächstes Mal haben wir dann den Spa-Sprint. Ja, also von diesem Sprint bin ich eh kein Fan, aber... Ja, stimmt. Dann haben wir Silverstone und Belgien mit Sprint. Genau. Genau, dann haben wir dann darauf Italien, Japan, 2 Rennen. Und dann Finale könnte man... Brasilien ist da auch Sprint? Ich glaube schon. Ist auch Sprint, genau. Und das könnte man längeres Rennen machen. Genau, längeres Rennen und dann in einem Stream. Weiß nicht, wenn es noch ganz spannend wird in der WM, da lohnt sich das ja auch, das als einzelnes Rennen. Genau, ja. Wenn wir da so ganz nah beieinander sind. Ah, das können wir doch machen so. Oder, Chat? Ja. Das ist und dann ist es wahrscheinlich, je nachdem, wenn wir nochmal eine Saison machen, dann ist halt die Frage, ob gleiches Team oder wie wir halt weitermachen. Genau. Das kann man dann noch gucken. Ja. Ich finde es ganz cool bei McLaren jetzt. Ich finde es ein bisschen überraschend, wie schnell wir so weit vorne sind. Das habe ich wirklich nicht gedacht. Ich dachte, das wird eher so eine Mittelfeldsaison, aber. Ja gut, da habe ich auch nichts dagegen. Ist auch okay. War sehr abwechslungsreich jetzt bisher. Ja. Crazy. Ja, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich zum Zuschauen cooler, wenn man so vorne mitfightet, oder? So um Siege und so. Kann ich mir vorstellen. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. In den ersten 2 Rennen sind wir auch ein bisschen hinterher gefahren. Ja, eben. Also ich persönlich war auch lieber irgendwo vorne und nicht so aussichtslos.
Ganz hinten. Klar, das kann auch cool sein und häufig sind dann wahrscheinlich die Rennen spannender, aber es geht natürlich um weniger. Das ist dann so das Ding. Ja. Gibt es denn jetzt weiter in der Saison? Das schauen wir dann einfach. Gucken wir dann mal. Mal gucken. Also bisher macht es sehr viel Spaß. Ja, Bock drauf. Wir schon ein paar coole Rennen. Und so eine kürzere Distanz ist auch, glaube ich, abwechslungsreicher. Oh, ich finde das echt auch gut. Auch zum Live-Machen. Ja. Ich finde das so ein guter Kompromiss. Ist jetzt nicht super kurz, aber auch kein Stundenrennen jedes Mal. Das ist schon okay so, finde ich. Ja. Gut, dann sage ich schon mal Ciao an deinen Chat. Ja, an deinen auch. Ich mute mich dann mal kurz. Jo. Dann hören wir uns gleich so. Nochmal. Yes. So, Leute. Also ausnahmsweise mal Montag. Ich denke, dass wir nächste Woche wieder entweder Dienstag oder Donnerstag machen. Ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall, diesen Donnerstag werden wir in der eigenen Karriere wieder weitermachen mit Black Panther Racing. Jetzt am Donnerstag. Heute machen wir kein Rennen mehr, weil wir heute den Sprint noch mitgefahren sind. Das zieht sich dann sonst ein bisschen arg in die Länge. Haben wir gesagt, machen wir immer die Sprints. Wenn wir einen Sprint haben, dann machen wir zwei Rennen. Und genau, dann ist wahrscheinlich nächste Woche wieder zusammen mit Kai die nächste Session. Und dann Donnerstag sind wir wieder in My Team. iRacing weiß ich noch nicht, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall Donnerstag auf jeden Fall wieder einschalten. Sonntag muss ich gucken, ob ich einen Stream mache. Und jo. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und hau da rein. Danke fürs dabei sein. Danke für den Support. Auch an alle, die hier rein donated haben. Auch an Scorpionhafe fürs Mod sein. Im Chat. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao, ciao. Bis denne.